Ja, da steht der Andreas und der macht jetzt mal den Motor an. Denn hier steht der i64 XLQB im Modelljahr Variante 2022 auf Basis Mercedes Sprinter VS30. Ja, ziemlich cool. Ja, mach mal an, denn es ist ziemlich heiß draußen. Wir lassen jetzt mal schön die Klima laufen und werden euch mal diesen Sound von dem Motor mal verraten. Vier Zylinder. Leise. Genau. Da steht er. Ja, es ist ein echter Hingucker. Wir sind in Aulendorf, genau, in Baden-Württemberg. Das sieht man hier vorne, das ist das Werk? Das ist das Werk, genau. Da hinten ist die Produktion der Fahrzeuge. Da hinten werden die Chassis angeliefert. Da links, das ist hier oben drauf, Chassis angeliefert. Die kommen dann, werden von hinten reingefahren. Und dann werden von da aus die Fahrzeuge werden dann bestückt. Das ist die Schreinerei drin. Das ist alles komplett hier dran. Die beiden roten Gebäude, das sind die Verwaltungsgebäude. Das rechte Gebäude hier im Bild, das war von Anfang an da. Und das auf der linken Seite, das ist jetzt im Februar bezogen worden. Das ist also ganz brandneu gebaut. Du bist Partner von Cartago. Genau, ich bin Cartago Exklusivpartner. Wir vertreiben also nur die Cartago Gruppe, also das heißt also Cartago Reisemobile und Malibu Van. Und wir sind einer der größten Cartago Händler Europas und versuchen immer so einen Bestand von 120, 140 Fahrzeuge da zu haben, was im Moment aber fast unmöglich ist. So ist es ja. Game Changer Mercedes-Benz. Wenn du mal kurz nach links kommst, ein bisschen, dann zeige ich mal gerade das Fahrzeug. Der hat eine schöne Ausstattung. Also die sind ja meistens, ich sag mal, die ersten, die gebaut werden, 22 für euch, für die Händlertagung, die haben aber schon eigentlich eine recht gängige Ausstattung, oder? Ja, also genau, die Fahrzeuge, die meistens sowieso, die bei den Händlern aufschlagen, die sogenannten Vorführsätze, die sind, ich sag mal, in so einer Ausstattungskonfiguration, dass wenn später ein Kunde kommt und sagt, ich hätte gerne eine Dachklimaanlage, du hast jetzt gesehen, wir müssen den gerade laufen lassen, weil er keine drauf hat, in so ein Auto in der Klasse hat eigentlich immer eine Dachklimaanlage drauf, aber es gibt ja auch Kunden, die wollen es nicht haben und dann hast du eine drauf und dann muss einer die bezahlen und braucht es im Grunde genommen gar nicht. Oder wie jetzt Markise oder so. Das sind im Grunde genommen, ich sag mal, grundausgestattet. Das wird später dann. Das geht über den Service. Das ist überhaupt kein Problem. Weil jetzt ist erstmal wichtig, dass die Fahrzeuge schnell in den Handel kommen, damit der Kunde sich halt eben auch außerhalb der Messen, beispielsweise Caravan-Salon, wo die Modelle ja als erstes meistens vorgestellt werden, außer bei uns auf der Messe Vorpremiere. Oder hier. Oder hier gerade. Wobei, die sind im Moment noch nicht für die Öffentlichkeit. Ne? Also wir filmen das hier. Ab wann dürfen wir das zeigen? Sofort? Wir dürfen es ab jetzt sofort zeigen, weil es war ja auch gerade die Händlertagung gestern und heute. Und du hast gesehen, ich stand bis gerade noch in der Halle. Die Halle war verschlossen, also Cartago City, der Werksverkauf ist hier gerade nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, für ich glaube bis zum 22. oder so, habe ich gehört. Ja. So ist das. Du bist ja großer Händler, hast mich eingeladen und gesagt, komm mal her. Ich war zufällig auch am Bodensee. Genau, weil du ja im Urlaub unten am Bodensee bist. Ich glaube, du bist auch irgendwo auf dem Campingplatz oder so. Ne? Oh, ich bin am Gitzenweiler Hof in Lindau. Auch schnell ein bisschen Werbung dafür. Und jetzt bist du da eben mit deinem Roller hier hochgejuscht. Und ich sag mal, wann haben wir die Gelegenheit, zu so einem frühen Stadion außerhalb der Messe Düsseldorf oder außerhalb unserer Messe Vorpremiere im Grunde genommen, ich sag mal, das ganze Cartago Markenportfolio uns anzuschauen, ist ja für deine Betrachter auch total klasse. Ja, das ist jetzt Tandem. Das ist natürlich ein Fahrkomfort, das kriegst du mit einer, ich sag mal, mit zwei Achsen nicht hin, oder? Ja, das ist so. Das ist jetzt ein 64er, das heißt also die Queensbed-Variante. Das ist ein richtiger Brecher, das Auto ist ein gutes Stück über 9 Meter. Hier habe ich natürlich eine Tandem-Achse sowieso serienmäßig an Bord. Da gibt es keine Alternative, dass ich jetzt sage, ich nehme den auf einen Einachser. Oder du sagst jetzt, ich nehme den halt auf einen Iveco Daily, dann heißt er dann aber Alt S Plus, aber der Aufbau oben drauf ist vom Grundriss alles das Gleiche. Ne? Das ist ja das Schöne, das muss man sagen. Man muss mal überlegen, es gibt dieses Fahrzeug mit drei Chassis. Also den 64er kriegst du mit dem Fiat Ducato, Fiat Alco, den kriegst du auf dem Mercedes Sprinter, Sprinter Alco oder sogar auf dem Iveco Daily halt jetzt auf dem 65er Chassis. Das gibt es alles. Also du hast ja echt die Wahl, die Qual der Wahl. Ne? Optik ist neu. 22?
Nee, die Optik ist jetzt erstmal, also jetzt von der Karosserieform ist die gleich geblieben. Das heißt also, die Full-LED-Scheinwerfer, die sind bei uns serienmäßig mit den Laufblinkern etc. Der hat natürlich auch schon die Fahrassistenzsysteme hier drin, beim voll integrierten, die ja auch nicht dann bei jedem Fahrzeug halt gehen. Der Mercedes-Benz, der kann das. Das heißt, mit Abstand, Regeltempo, Maß, Verkehrszeichenerkennung, all diese Dinge hat der halt drin, Spurhalteassistent. Und es ist ein Stern hinten drauf, habe ich gesehen. Und es ist ein Stern hinten und vorne drauf und auch auf dem Lenkrad. Und auch vor allen Dingen unter der Haube ist ein Stern, das ist das Allerbeste dabei. Ne? Weil es darf ja nicht jeder einfach einen Stern draufkleben. Das ist so, das ist ja mit Mercedes-Benz abgesprochen, die haben alle COC. Ja, du kennst dich aus. Ich habe das nur am Rande mitbekommen, als die Modelle damals vorgestellt worden sind. Also da war genau, es musste genau definiert werden, wie wird der Stern befestigt, weil theoretisch könnte der ja runterfallen und dir mit deinem Roller ins Gesicht fliegen und du bist verletzt und dann würdest du dann eventuell eine Klage gegen diesen Konzern führen und dabei hat er gar nichts mit zu tun, hat ihn ja nicht angebracht. Also das war schon eine Riesennummer, dass wir da einen Stern draufkleben dürfen. Ne? Also wenn man das jetzt abmachen würde, das Karthago, was ja keiner will, könnten die Leute denken, es wäre ein Mercedes. Oder so, ganz genau, ja. Ja, ist schick, oder? Ja, das ist ein super schickes Auto und du hörst jetzt, wir stehen ja direkt neben dem Motor und den habe ich ja gerade erst gestartet, der ist kalt. Leise, ja. Der ist total leise, auch vom Innenraum. Der läuft wirklich sehr, sehr ruhig, auch die Automatik. Ja, also ich habe ihn gefahren, muss ich sagen, auf was war's, Kabel. Also ja, habe ich das gleiche Chassis gefahren. Ich bin durch die Innenstadt irgendwo da in Holland gefahren. Pkw. Und trotz der Länge, der ist einfach, der vermittelt ein ganz anderes Gefühl. Wenn man sich dann umdreht und guckt, was man da hinter sich herzieht, erschreckt man manchmal. Ne? Das ist wirklich so. Also ja, wirklich Fahrkomfort, der hat ja Automatik, nehme ich an. Ja, ja, natürlich hat der Automatikgetriebe, ja. Weil du eben nach Neuigkeiten gesprochen hast, jetzt rein von der Optik. Komm, geh mal einen Schritt zurück, dass wir mal komplett drauf kriegen. Sag, was ist neu? Ich sag mal, dem Fachmann wird jetzt auffallen, Mensch, die Aufbautüre, genau, die Aufbautüre ist neu. Die ist jetzt 63 cm ist die breit. Man sieht, das Sichtfeld hier, also das Fenster, ist wesentlich breiter geworden. Die war vorher 58, jetzt haben wir eben 63 cm. Du kannst sie auch jetzt öffnen mit einem RFID-Chip hier. Und die hat eine Servoschließung halt dementsprechend. Ach, die ist noch abgeschlossen. Das ist jetzt doof. Schlüssel steckt jetzt vorne drin. Das heißt, die hat eine Servoschließung drin. Den hole ich jetzt gleich mal, während du noch mal gerade hier ein paar Details aufnimmst. Und dann siehst du die Türe, die zieht sich wirklich wie bei gehobenen Fahrzeugen, der gehobenen Limousinen, zieht die sich ganz leise mit einer Servoschließung zieht die sich ran. So, der Kollege ist da, der hat ganz viele Schlüssel. Ja, die sind ganz, wahrscheinlich für uns. Der hat ganz viele Schlüssel. Die sind ja, du willst ja heute noch eine Nachtschicht mit mir machen, deswegen haben wir noch was vor uns. Ja, sehr schön. Danke, der kriegst du morgen geschlossen. Bitte schön. So, zeig mal gerade, was du da hast. Ja, das ist alles hier. Der Sven, der macht mir heute richtig viel Arbeit. Die Fahrzeuge. All diese Exponate, die werden wir heute noch irgendwie versuchen, in die Linse zu bekommen, damit die Leute auch was zu schauen haben und sich bestens auf die Karthagos des Modelljahrs 22 vorbereiten können. Genau. Ja, also vor Premiere, noch vor Düsseldorf, heute hier. Jetzt kannst du hier extra einsteigen. Vorteil ist, du hast nämlich eben nicht bös geschluckt, sondern die Fahrhaustür, die ist ja getrennt. Ganz genau. Und da kommst du auch wieder rein. Genau, richtig. Der hat hier auch Mercedes-Benz-Chassis, ist ein bisschen höher, hat eine elektrische Trittstufe, die dann automatisch rausfährt, sodass ich bequem einsteigen kann zum Fahrzeug. Das Gepiepe ist jetzt gerade, weil die Trittstufe draußen ist und der Motor läuft. Dann will er ja, uns... Super schönes Leder. Ja, absolut. Das ist Teilleder Elfenbein. Sieht sehr, sehr edel aus. Jetzt gerade, je nachdem, ich habe noch nicht reingeguckt, was der für eine Stilwelt halt drin hat, wirkt das wirklich sehr edel von innen, das Fahrzeug. Ja, und hier ist ja auch absolut das Cockpit und der Sitzbereich vorne ist ja mit Wohnraum. Ne? Preis von dem, wo fängt es an? Also ein gut ausgestatteter geht schnell, Listenpreis bei 230, 240. So im Grundpreis kriegst du die noch unter 200 hingezaubert, aber da bleibt es ja meistens nicht bei. So gut. Ja, du steigst mal ein und machst mir gleich mal auf. Ja, dann sagst du mal Hallo von der anderen Seite. Da steht er. Sehr, sehr schick. Ja, das ist Andreas mal rein. Er kommt aus Nordrhein-Westfalen. Er hat in der Nähe von Aachen, ein ganz großes Karthago-Center. Hallo Andreas, lange nicht mehr gesehen. Ja, schon Ewigkeiten her. Jetzt hier an den so. Motor läuft, geht die Trittstufe. Motor läuft, ich komme so rein, das ist kein Problem. Ja, okay. Also, wir haben nur das im Moment laufen, weil der war so heiß, dass wir gar nicht drehen konnten. Sonst wäre meine... Jetzt aus, man. Der ist so doll isoliert. Echt? Die Kälte bleibt jetzt 14 Tage hier drin. 14 Tage. Komm, ich komme mal rein. Spaß, ich kann aber trotzdem ausmachen. Ich bin drin. Ja, boah, ist das frisch? Ja, ja, das ist unglaublich. Der war eben irre heiß, gell? Ja, hier war es richtig. Der hat ja voll in der Sonne den ganzen Tag gestanden. Ja, ja, natürlich. Ja gut, dann machen wir aus. Dann schauen wir mal. Aber damit die Wärme draußen bleibt, können wir vielleicht noch... Der hat hier noch optional... Pass mal, gehen wir mit der Kamera da rechts rüber. Rechts, 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 rechts.
dann drücken wir da mal drauf. Und da kommt da vorne vom Geisterhand Rollo. Kommt ein elektrisches Plissé runtergefahren und lässt die Sonne nicht mehr vorne durch die große Panoramascheibe hier den Innenraum aufheizen. Ja? Mhm. Das kannst du auch, wenn es nachher ganz runtergefahren ist, kannst du das Rollo auch nochmal von oben nach unten elektrisch runterfahren, sodass du rausgucken kannst, aber eben dir keiner hier auf den Frühstückstisch gucken kann. Das ist also ganz nett geregelt. Andreas, was mir krass auffällt, warte, ich mach dich mal ein bisschen heller, ist, dass das Fahrzeug nicht so hoch ist und du trotzdem irre Stehhöhe hast. Ja, also es gab mal einen Mitarbeiter bei Karthago, den zitiere ich jetzt mal, der sagt immer, der E-Line S Plus ist das gleiche von der Karosserie, das ist das Auto mit dem Kathedraleneffekt. Ja, also du hast hier eine Stehhöhe drin, dankeschön, von 2,11 Meter. Also ich zeig dich mal gerade komplett, dass man das mal sehen. Du bist 1,83 groß. 1,83 und ich könnte jetzt hier einen Zylinder aufhaben oder einen Regenschirm oder so. Hier ist, also Stehhöhe ist hier ohne Ende drin. Und das gibt auch ein unglaublich Raumgefühl bei diesem Fahrzeug, wenn du hier reinkommst. Jetzt hat er dieses Hubbett noch verbaut, das ist serienmäßig drin, aber man kann das auch, wie wir das heute auch schon mal gesehen haben, bei einem C-Tour haben wir es glaube ich angeguckt, mit dem Endfall des Hubbett, dieser Variante Skydream, dann hast du die Schränke hier ringsrum, das ist ein Wahnsinnsauto dann von Ende. Fahrzeug ist nicht irre breit, deswegen sehr handlich. 2,27 Meter ist der breit. Ja. 2,27 Meter, das kommt vielen entgegen, oder? Ja, also wir messen Alu, also der ist wirklich 2,27 Aluhaut zu Aluhaut, wir messen jetzt keine Spiegel oder Radläufe oder so mit. Wir haben aber vergleichbar dann, wenn wir den Innenraum, die Innenraumbreite sieht, sind wir also genauso breit wie welche, die 2,35 beispielsweise angeben. Und mir geht es um den Innenraum. Mach mal ein bisschen Licht bitte. Ja, sehr gerne. Das ist eins der Highlights. Ja, ihr habt viel Licht immer drin. Ja, genau. Also ich glaube, dass wir, wobei wir kämpfen gerade gegen das Sonnenlicht, jetzt geht's. Kann ja die Türe zumachen, ist doch kein Problem. Genau, machen wir zu. Dann machen wir nämlich Folgendes. So, jetzt pass auf, wenn ich die Türe zumache, ja, die lege ich nur an. Zack, und dann hat er die angezogen. Ne? Nochmal machen. Ja, öffnen, zack. So, dann geht die vom Dämpfer, geht die auf. Und wenn ich jetzt zumachen möchte. Okay, das heißt, du kannst also in Ruhe, ohne deine Nachbarn aufwecken zu müssen, genau, den Campingplatz betreten. Aber jetzt pass auf, jetzt kommt noch was Geniales. Jetzt habe ich das hier oben über den Griff gemacht. Jetzt muss ich ja dafür zwei Hände haben. Ja. Jetzt habe ich aber hier ein Tablett in der Hand, weil ich will jetzt gerade irgendwie das Grillzeugs rausbringen. Dann kann ich hier auf diesen schwarzen Taster drücken und dann geht die Türe auch auf. Ach, das ist der... Genau, der Taster für das Knöpfchen. Der Taster für das Knöpfchen. Das ist also quasi, wenn ich jetzt mal die Hände voll habe, kann ich jetzt hier über diesen Taster, ohne dass ich eine zweite Hand brauche, die Türe öffnen. Ich mache zu wegen deinem Gegenlicht. Das ist ein 22er? Das ist ein 22er. 22er, so. Dann bau mal bitte vorne einmal um. Mhm. Oder weißt du was? Ja. Setz dich mal am Fahrersitz. Ja, gerne. Ich habe nämlich eine Idee. Das war. Genau, wenn du die mal gerade wegnimmst, ja, stell sie mal nach oben, ist egal. Also es tut mir nicht weh, denn ich will mal zeigen, du bist hier am Volant eines Mercedes-Benz. Ganz genau. Und also, da stehen ja viele drauf. Das ist so, ja, weil das Auto macht wirklich jetzt hier auch vom Armaturenbrett, du hast echt so eine PKW-Anmutung, du hast ein Lenkrad drin, was auch in PKWs zum Teil verbaut ist, du hast ein Multifunktionslenkrad drin, wo du einmal das M-Bux halt auf der rechten Seite mit steuern kannst oder hier auf der linken Seite dein Kombi-Instrument. Das ist ein wirklich absolut aufgeräumtes Fahrzeug und hat auch die ganzen Fahrassistenzsysteme drin, die halt heutzutage in Transportern so möglich sind. Ne? Ja, das M-Bux-System ist was Unglaubliches. Also als sie es eingebaut haben, das hier ist ja auch, das M-Bux kriegst du ja auch in dem ganz normalen Transporter-Sprinter. Genau. Aber viele fahren die ja auch, ich sag mal, als Chef, als Meister, als was weiß ich. Ja. Also du kriegst die richtig aufgerüstet. Ja. Mercedes hat da eine richtige Revolution losgetreten mit dem Sprinter. Sechszylinder gibt es ja nicht mehr. Jetzt ist alles auf Vierzylinder, Abgasnorm, aber trotzdem, die Dinger brummen ohne Ende. Das heißt, also der packt das. Ich bin ja, wie gesagt, da in Holland gefahren und der hatte richtig Power. Also obwohl der hier. Also der hat ja nur in Anführungszeichen 170 PS. Der Fiat dagegen hat 180 PS. Aber also, Drehmoment. Also gefühlt hat das Auto hier mehr Leistung. Also du, diese 10 PS weniger merkst du nicht, ganz im Gegenteil. Du glaubst, der geht besser am Ende des Tages. Ja, das ist Original Cockpit. Die Einfassung hier ist so, als wäre
das aus einem Stück. Hier ist die Kunststofffarbe ein Ticken dunkler, ansonsten sieht man es nicht. Genau, das ist also sehr schön implementiert, das Armaturenbrett. Auch diese Lederapplikation, die da drauf liegt, die hat man sehr schön dem Armaturenbrett nachgebaut. Du hast hier nochmal ein praktisches Ablagefach mit USB-Steckdosen halt dementsprechend drin. Das ist aber das der Teil von Mercedes-Benz noch. Das ist der Teil von Mercedes-Benz, ja, ganz genau. Aber das haben wir nicht zugebaut. Halt. Du hast Airbags, das ist bei vielen Reisemobilen auch nicht der Fall. Genau. Also gerade bei den vollintegrierten, wo die hoch aufbauen, sind keine Airbags drin. Ja. So, und jetzt? Das ist so. Ich mache jetzt hier gerade nur noch mal so ein Schlitzchen auf, ja, weil wir haben ja jetzt hier ein klar, ein voll integriertes Fahrzeug. Du siehst hier ein relativ langes Armaturenbrett. Ja. Ja? Und du siehst aber auch, dass das nach vorne runtergebaut ist. Du musst mal ein Stück, genau, also mach mal ruhig mal auf. Ach so, du willst auf die Umsicht, gell? Genau, das ich möchte mal auf dieses Weitsichtkonzept halt aufmerksam machen. Das heißt, ich habe also jetzt hier nicht, dass ich erst nach 4,50 Meter oder 5 Metern, wie das bei manchen voll integrierten Fahrzeugen ist, erst auf die Erde schaue, sondern ich schaue ja wirklich schon nach gut 3 Metern schaue ich auf die Erde. Auf der Autobahn ist das nicht so interessant, aber auf einem Stellplatz, wo der Verkehrsraum eng ist, Blumenkübel etc. stehen, da ist das schon wichtig. Was ich aber auch sagen möchte, in diese Armaturentafel, das sind keine Lautsprecherboxen, die da oben liegen, diese Gitter, sondern da sind Heizkörper drin verbaut. Das heißt, der hat ja eine alte Warmwasserheizung und die alte Warmwasserheizung beheizt dieses Armaturenbrett mit, und wenn ich das Rollo runter mache, hast du ja gesehen, also, schlägt nicht an. Ist der Heizkörper vor dem Rollo. Das heißt, diese Kältebrücke, Armaturenbrett, die habe ich bei diesem Fahrzeug nicht. Auch der Armaturenträger, das wird richtig warm. Wenn du dann eine Jacke oder sowas im Winter drauflegst und nimmst die weg, die ist vorgeheizt. Das ist wirklich sensationell. Deswegen brauchen wir auch nicht da irgendwelche Matten im Winter vors Auto zu bauen, und ich sehe da nicht mehr auf die schönen Berge und klaue mir das Panorama. Ich mache mit meinem Rollo auf und zu, so wie ich da gerade Lust drauf habe. Ja, mach mal an. Ja, das passt. Mach mal gerade an, bitte, hier, dass wir mal das M-Box nochmal sehen. Ja. Denn, genau, einmal Schlüssel reinlegen. Let's Go hat er ja von der Sache her. Ich kann den also schlüssellos starten. Der Schlüssel, Trittstufe ist drin. Der Schlüssel muss halt hier nur in dieser Schale halt dementsprechend liegen. So, jetzt ist er abfahrbereit. Nein, er macht das Rollo hoch, klar. Ja, das ist okay. Sicherheit. Ja, das ist klar. Dann macht das Rollo hoch. Dafür läuft jetzt die Klima. Aber das Schöne ist jetzt, ich habe das M-Box-System, was wirklich ganz toll ist. Da sehe ich relativ viel, habe ein tolles Audiosystem drin. Genau. Also ich kann das M-Box, kann ich einmal halt hier über die rechte Seite des Lenkrads halt steuern. Hier ist nochmal so ein kleines Touchpad drin verarbeitet. Ist das nicht zu laut mit dem Gebläse jetzt hier? Nee, du kannst ein bisschen runter machen, ja, das Gebläse. Deswegen frage ich dich, ja. Passt. Alles steuern. Eins, super. Das kann ich halt hier über das Touchpad halt dementsprechend steuern und komme hier immer wieder in mein Home-Menü halt zurück oder immer eine Taste zurück. Oder das Ganze ist als Touchbildschirm halt eben gearbeitet, wie ein Tablet-PC halt heutzutage. Und da kann ich dann eben halt hier meine einzelnen Sachen halt dementsprechend anwählen und direkt dann ins Menü reingehen. Oder ich mache das Ganze über Sprachbedienung. Hey Mercedes. Was kann ich für dich tun? Navigiere mich nach Aldenhofen, Geilenkirchener Straße 9. Die Route zum Ziel Geilenkirchener Straße 9, Aldenhofen, wird berechnet. Genau. Jetzt sind hier die Online-Dienste noch nicht freigeschaltet. Der Kunde musste dann vorher sich halt die Mercedes mir halt dementsprechend runterladen. Und wenn die dann dementsprechend auf dem iPhone oder auf dem Android-Gerät runtergeladen ist, kann ich mich dann bei Mercedes-Benz registrieren lassen. Dann habe ich die Online-Dienste, kann dann Wetter fragen, kann mir schon im Restaurant einen Tisch reservieren lassen, all diese Dinge. Wobei, wer Wohnmobil fährt, muss ja nicht immer unbedingt ein Restaurant dabei haben. Die Gourmet-Küche ist ja dabei. Das ist ja so, viele Leute, ich habe es eben schon gesagt, identifizieren das Fahrzeug als Mercedes-Benz. Mhm. Thema Wiederverkaufswert, ist es hier der klare Sieger, würdest du das sagen? Also ich sag mal so, das muss die Zeit bringen. Das Auto gibt es ja erst seit 2 Jahren jetzt mit Mercedes-Benz. Aber ihr habt ja jetzt schon Fahrzeuge gebraucht. Ja, wir haben also schon den einen oder anderen Rückläufer gehabt, wo jetzt Leute jetzt auch gerade durch diese, ich sag mal, Pandemiesituation sagen, ich brauche ein Wohnmobil, kaufen dann direkt ein Fahrzeug auf Mercedes-Benz, weil sie es als Pkw kennen, brauchen sie auch nicht großartig umzugewöhnen, weil sie die Bedienung fast identisch im Pkw haben, die aber dann sagen, war zu klein, muss noch eine Nummer größer. Ja, das gibt es tatsächlich innerhalb von ein paar Monaten, dass da Leute gerade ihr Reisemobil wechseln. Ja, ist auch nicht schlimm. Die kriegen das ja direkt weg. Wir haben im Moment 4 Gebrauchte im Bestand. Wir sind froh für jedes Auto, was zurückkommt, weil es ist ja immer direkt verfügbar. Mhm. Ein Auto, was schon mal draußen war, das hat ja schon alles. Das hat ja dann Sattanlagen und ja,
und auch so Kleinigkeiten, die habt ihr schon gemacht in der Werkstatt. Wenn da mal irgendwas klappert oder das Schloss geht mal nicht richtig zu, kann ja immer mal sein, du fährst los. Du hast gesagt, das ist ein, wie war es, ein fahrendes Haus im Erdbebengebiet? Genau, ich sage immer, ein Reisemobil ist eine fahrende Eigentumswohnung im ständigen Erdbebengebiet. Mhm. Das ist einfach so, ne? Das rappelt und das klappert, wo du fährst, und hier muss alles so bleiben, wie es ist. Wenn man das mit unserem Haus machen würde, da wird der Putz reißen, die Fenster würden springen oder sonst irgendwas. Und hier müssen die Spaltmaße bis aufs Mühe stimmen. Das ist ja der Anspruch, den so mancher Kunde hat. Wir versuchen, dem sehr nahe zu kommen. Das gelingt dir natürlich nicht immer, weil es ist ein Reisemobil. Das muss man einfach mal am Ende des Tages so wissen. Eins ist klar, du lernst dein Wohnmobil auf jeden Fall im ersten halben Jahr, lernst es entweder lieben. Also meine Frau hat eben uns angerufen und hat gesagt, der Tank ist leer. Der Wasser, das Wasser geht nicht mehr, hat sie gesagt. Ja, hat die Pumpe nicht eingeschaltet? Oder nee, die Pumpe war an, Tank war leer. Also, ja, das gibt es dann auch, ja genau. Also es gibt ja Kunden, die beschweren sich, dass nach 10 Minuten Duschen der Tank dann tatsächlich leer ist. Also so ein bisschen Einschränkung gibt es dann auch. Das Auto hat 235 Liter Frischwasser. Da kommt man im Regelfall schon ein paar Tage mit aus. Ne? Mhm. Natürlich muss man auch so ein bisschen auf das ein oder andere dann achten. Das ist ja nicht alles endlos, was hier drin ist. Ne? So, also ich habe es eben schon gezeigt, du konntest durch die Fahrertür ja einsteigen. Ja. Das ist auch nicht normal. Ja, mach mal kurz aus, bitte. Ja. Dann dreh mal den Sitz, dass wir einfach mal zeigen. Ja. Das geht schnell. Ja, das geht sehr schnell. Nur für den Sitz zu drehen empfehle ich immer Lenkrad. Das ist schon hier Lenkrad ganz rein und einmal nach oben. Dann geht das wesentlich einfacher. Viele denken da einfach nicht dran. Und dann kann ich den Sitz auch ohne Probleme kann ich den drehen. Das ist überhaupt kein Problem. So, mal kurz nach vorne juckeln. Genau. So, dann ist es so, warte mal, ich zeig das mal gerade, wenn du mal gerade meinen Sitz auch mal bitte drehst. Ja, ich kann ja nicht, ich habe ja leider beide Hände voll. Ja. So, macht der Andreas mal gerade für mich. Gerät hier mitgebracht. Ja, aber wir müssen das ja mit ordentlicher Technik filmen, sonst sieht es ja nicht aus. Ja. So, jetzt zeige ich mal gerade, das wäre jetzt das Setup. Ich bin mal eben schnell, ich sag mal, zum Kaffee an der Raststätte. Ja. Brauche ja keine Toilette, muss nicht zu Tank und Rast oder irgendwas. Du kannst gerne nochmal anmachen, das Fahrzeug. Ich mach runter wegen deinem Gegenlicht. Oder Gegenlicht, ja, genau. Geht aber. Ich weiß ein bisschen Bescheid. Toll. So, und dann, sag mal, hast du hier ja schon fast diesen berühmten Face-to-Face-Grundriss, ja, den ja viele unbedingt haben möchten. Der sehr beliebt ist. Das ist ja auch eine Geschichte. Also Face-to-Face heißt, dass du gegenüberliegend sitzt. Aber es ist eigentlich eine Mischung aus einer klassischen Sitzgruppe plus einem riesen Sofa, was du hier mit dabei hast, bei dem du in Verbindung mit diesem Sitz, den du hier hast, auch die Beine langlegen könntest. Ja, das ist der Punkt halt. Ich kann also jetzt hier in dem Beifahrersitz oder Fahrersitz bequem sitzen, habe eine Rückenlehne, Armlehne, wie zu Hause in einem super tollen Sofasessel und kann dann meine Beine hier entweder auf die XXL Bank hier auflegen oder hier auf diese Bank. Ja. Und wenn ich mit einer größeren Gruppe unterwegs bin, kann ich hier, gibt es nochmal einen Hebel, da ziehe ich dran, dann kann ich den Tisch auseinanderziehen, die Mittelplatte kommt hochgefahren, schiebe das Ganze zurück und schon ist die Nummer durch und so habe ich eine große Tafel, wo ich auch mal mit 5 oder 6 Personen noch einigermaßen gemütlich essen kann. So, das Durchlaufen, wenn du mal kurz rausgehst, jetzt machen wir mal typischer Fahrbetrieb, dann kann man den Sitz ganz in die Ecke machen, den Tisch. Den Tisch, wenn ich hier komplett in die Ecke fahre, also viel weiter geht jetzt nicht, aber der ist ja auch hier deswegen angeschrägt, sodass ich hier also nochmal relativ bequem vorbeikomme. Ne? Das ist gut, also es ist ja ein Kompromiss. Ich habe ein relativ kompaktes Fahrzeug von der Breite her, was viele wollen. Ja. Die wollen kein mega großes Fahrzeug. Dann, ich glaube, wir starten doch nochmal das Fahrzeug kurz. Es wird ja auch zu warm. Echt? Ja, es ist echt warm. Es ist wirklich, die ganze Zeit hat es geregnet. Ja. Und jetzt auf einmal von 0 auf 100. Ich glaube, wir haben ja irgendwie 34 Grad da draußen gerade. Gerade im Moment. Eine extreme Luftfeuchtigkeit, weil hier hat es ja auch so bis vor 2 Tagen. Aber interessant ist, dass die Fahrerhaus-Klimaanlage das packt, ja, den zu kühlen. Das hast du ja nicht in jedem, oder? Nee, also hier im vorderen Bereich merken wir das noch gut. Ich glaube, jetzt wenn wir nach hinten gehen, da wird die Luft dann auch schon ein bisschen dünner. Wenn hier die optionale Wohnhaus-Klimaanlage draufkommt, die sitzt dann hier im mittleren Bereich, sodass hier das Fahrzeug schön ausstrahlt nach vorne und hinten. Ja. So, großer Fernseher. Ihr habt, was ist das da, 42 Zoll? Nee, das ist ein 40 Zoll TV-Gerät. Der hat auch einen elektrischen Auszug halt dementsprechend drin. Genau, ist eingeschaltet, dann kann ich das auch zeigen. Halt. Ach, der ist auch elektrisch? Der ist auch elektrisch, genau. Den kann ich elektrisch rauf und runter fahren. Und 40 Zoll, also das ist Heimkino-Effekt, wenn ich hier halt sitze. Ne? Wow, der macht richtig kalt gerade. Ja, das ist, die funktioniert bei Mercedes, oder? Die tut uns gut, ja. Die bläst mir gerade so richtig schön in den nassen Rücken. So.
Jetzt darf sich noch mal reinsetzen. Ich bin für die Massage zuständig. Ich bin für die Moderation. Wenn ich noch mal kurz reinsetzt, ich gehe mal gerade gegenüber. Wir werden mal gleich mal zwei, drei Sachen zeigen, die wir hier jetzt haben. Das ist jetzt so, ich sag mal, man sitzt sich prima gegenüber, hat viel Platz. Ja. Das Leder unglaublich weich. Ja, das ist, also das Leder auch von der Haptik her, wenn man das fühlt, man merkt eben, das ist schon ein hochwertiges Leder. Das ist nicht so ein dünnes Zeug sein oder Kunstleder, das ist ein hochwertiges Leder. Auch wenn du dir die Sitzpolster anguckst von der Ergonomie, die sind ausgearbeitet. Ich finde hier eine vernünftige Sitzposition halt in dem Fahrzeug dementsprechend drin. Ja? Das ist also schon, da legen wir viel, viel Wert drauf. Auch der Sitzkern, der ist nicht in einer Stunde durchgesessen, wenn wir jetzt hier... Also weich heißt, es fühlt sich weich an, aber es ist trotzdem straff vom Material. Ganz genau. Es ist, ich sage jetzt mal, progressiv. Ja, also wenn ich hier drauf sitze, ich sitze erstmal auf einem weichen Kern drauf, aber dann habe ich dann schon nochmal einen Widerstand in dem Sitzkissen drin, sodass ich also dann nicht mit der Zeit durchsacke. Ne? Toll. So. Es bleibt stabil. Sie macht jetzt mal ein bisschen kalt, denn es ist wirklich der Hammer, wie schnell sich das Ganze, ich sag mal, hier aufheizt, wenn es in der Sonne Scheibe, steht. Die Scheibe vor. Die Riesenscheibe, die da ist. So, dieser Sitz, der kann ein bisschen was. Genau. Zeig mal bitte. Ja, also Karthago nennt den immer Schlafsofa. Das ist ein bisschen, finde ich, irreführend. Was ist jetzt nicht wirklich ein Schlafsofa? Ich kann hier über diese Schlaufe, wenn ich hier dran ziehe, kann ich das halt eben dementsprechend rausziehen. Der Sinn ist eigentlich, also für mein Dafürhalten, wenn ich jetzt eben hier sitze, habe also noch eine dritte Person dabei, die jetzt beispielsweise kürzere Beine, ich habe neue Schuhe übrigens, ne? Kürzere Beine hat, dann kann ich hier eben die Füße bequem halt drauf liegen. Ich sag mal, ein Kind könnte da eventuell drauf schlafen. Für mich ist also die Bezeichnung Schlafcouch an der Stelle ein bisschen irreführend, genau. Ich könnte aber jetzt ein Nickerchen drauf machen mittags, also wenn ich einfach mal sage, ich schlafe da ein, kann den Sitz als Verlängerung so drehen, dass die Beine drauf passen und habe eine große Liegeauflage. Also wenn du mal gerade, du bist ja 1,83 Meter, wenn du die mal gerade draußen lässt und dich mal gerade mit dem Kopf dahin beliebst und ich will mal gerade was testen und dann die Füße mal... Was jetzt gehen würde, wäre jetzt entweder ich sitze mit dem Kopf hier, Rücklehne zurück, habe die Füße hier und dafür muss ich es nicht ausziehen, oder ich würde mich jetzt hier hinlegen und könnte jetzt die Füße in die Richtung halten. Ja? Und das geht? Also, ja, theoretisch geht das, aber ich weiß jetzt nicht, wenn ich so ein Auto fahre, muss ich jetzt so nicht schlafen. Also ich finde das, nein, Nickerchen. Nickerchen. Nickerchen heißt, ich habe so mein Likörchen getrunken um 16 Uhr oder um 17 Uhr, du weißt ja, der Dornkart oder der gute alte Eierlikör und dann... Eierlikör, der selbstgemachte. Der selbstgemachte und dann sage ich mal, ich will aber mich nicht hin ins Bett legen, weil ich habe ja noch die normalen Klamotten an, damit gehe ich ja nicht ins Bett, ja, und dann will ich mich einfach mal hinlegen. Ja, dann nehme ich mir so ein kleines Kissen da einfach mit dazu, habe die Beine da und es ist ja auch nicht jeder 1,83 Meter, so wie du. Also das ist so. Aber trotzdem wird das passen. Also ich guck mal von der Länge her, passt das? Da habe ich aber noch richtig Platz nach unten hin. Also wenn einer das möchte, dann kann er das so tun, ja, genau. So, ich zeige das mal gerade komplett, denn viele lassen sich nämlich die Sitze umbauen zu so einer Schlafgelegenheit und das hier finde ich schon phänomenal. Also wenn du das nicht so siehst, also mir gefällt's. Ja, wenn du da begeistert, wichtig ist, dass es dir gefällt. Jetzt stelle ich mir vor, du möchtest dir so ein Auto kaufen, dann muss ich jetzt deine Begeisterung aufgreifen und den Faden weiterspinnen. Ich versuche hier trotzdem, dass hier Karthago draufsteht, neutral zu bleiben und nicht nur zu sagen, alles ist hier super high-end durchdacht. Du weißt, was ich meine. Die hatten natürlich noch eine weitere Funktion, weil du sagst, die kann einiges. Wir haben ja von außen, wir sind jetzt relativ schnell reingehuscht, da haben wir die Stauklappen. Das heißt, die kannst du öffnen, die Stauklappen, kannst da eben Dinge einladen, in Transportboxen oder wie auch immer. Und dann kannst du jetzt hier die Bank einfach hochklappen und nimmst deine Sachen raus. Wenn es draußen regnet wie verrückt oder schneit oder so, da musst du da nicht rausgehen, sondern kannst das hier ganz bequem halt wegnehmen. Also so Stauraum ist bei Karthago so eine Nummer, wo die sagen, das ist uns sehr wichtig. Da versuchen die echt schon überall die Hohlräume, Zwischenräume ideal zu nutzen. Genau wie jetzt hier bei der Sitzbank. Das kannst du einfach bequem hochklappen. Da fliegt das Polster nicht durch die Gegend. Das ist hier komplett mit eingearbeitet. Kommst du wieder an den Zwischenboden dran. Ja? Das ist also überall ist das tatsächlich zu Ende gedacht. Das Polster sitzt dann auch und fliegt nicht durch die Gegend. Hier drunter hast du dann nochmal so einen Schuhschrank ein. Achso, jetzt haben wir das Auto gestartet. Hast du Schuhschrank verriegelt? Genau, richtig. Eine Zentralfunk. Auch die Küche ist jetzt komplett abgeschlossen. Hier ist alles offen. So, die geht auch nicht mehr auf. Jetzt. Hast du keine Chance, muss ich. Warte mal, ich mach mal aus. Nein, lass. Lass. Alles gut. Es gibt hier einen Taster. Taster? Wenn ich den drücke, dann ist hier eigentlich wieder alles offen. Ah, jetzt.
dann ist hier wieder alles offen, ganz genau. Dann piept es auch, du hörst das Piepen. Ach so, da, weil da was ist. Signal, Achtung, Schublade ist nicht richtig verschlossen. Und jetzt kann ich hier auch meinen Schuhschrank öffnen. Ach, das ist alles Zentralverriegel, auch der Schuhschrank. Auch hier das Barfach ist alles über die Zentralverriegelung. Da kann also nicht, dass während der Fahrt was vergessen wird. Nur erste Kurve und das Besteck liegt im Dreck. Das gibt's nicht. Die Höhe vom Fahrzeug insgesamt? Der steht auf jetzt auf Mercedes-Benz un und bei 3,10 Meter. So ist das. Ja, was man, ich sag mal, extrem hier hat, ist auch dieses Wärmegefühl im Winter. Jetzt ist ja Sommer, ja, da wünscht man sich eher Kälte, aber er hat eine Fuß- oder ich sag mal, eine Warmwasserheizung hat er mit drin. Genau, der hat eine alte Warmwasserheizung. Der hat die 3020 HE halt eben dementsprechend drin. Also die kann Strom mit bis zu 3 kW, dann kann die logischerweise auf Gas mit 6 kW heizen. Und du hast hier in dem Fahrzeug auch einen Wärmetauscher drin, sodass du den großen Aufbau auch während der Fahrt über den Wärmetauscher kannst du den heizen. Im Prinzip über die Motorwärme kannst du den Innenraum heizen. Genau, während der Fahrt. Du nutzt die Abwärme des Motors über einen Wärmetauscher und gibst diese Wärme dann wieder an die alte Warmwasserheizung ab und die versorgt den Wohnraum mit molliger Wärme. Und wenn du dann irgendwo ankommst, dann kannst du auch eigentlich gleich duschen, das ist alles in Betriebsbereitschaft. Schön. Genau. Ja. Ja, dann ein ganz wichtiges Thema. Oh, guck mal da, eine Nespresso. Das ist ja mal ein Paradigmenwechsel. Genau. Jetzt ist hier ist die Kaffeemaschine mal eine andere. Jetzt haben wir eine Nespresso drin. Die verschwindet hier schön schmal in diesem Schrank halt drin. Kannst du halt rausziehen dementsprechend. Und jetzt müssen wir gerade hier in den Schrank. Ich habe den wieder abgeschlossen. Mach den nochmal auf. So. Und genau, da, das wollte ich dir zeigen. Da sind die Kapseln. Da sind dann, ja, hier hast du einmal den Kapselhalter und hier hast du nochmal die Nespresso-Tässchen, die kleinen süßen, ja, wo Cartago draufsteht. Und dann natürlich auch die Kaffeetassen. Ja, ja, ich. Das ist schon cool. Liebe so ins Detail. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, ja, wieso sind keine 4 Tassen da? Dann sagt ein anderer, warum keine 6? Aber es sind welche da. Dann große Küche, die extrem eingebuchtet ist, dass auch kleinere Personen gut an die Schränke kommen. Ja. Das ist so. Also wir haben hier eine richtig schöne Arbeitsplatte. Habe auch hier nochmal die Möglichkeit, hier nochmal Sachen abzulegen. Das ist Glas oben drauf? Das ist eine Glasplatte. Also so eine, ich glaube, das ist eine Plexiglasplatte. Das ist kein Echtglas. So, dass ich das also da kann aber mal irgendwas draufgehen, das Kaffee. Da haben wir bis jetzt noch keine, nee, gar nicht. Also noch keine Reklamationen oder so. Ich würde das jetzt nicht als Schneidebrett benutzen. Dafür haben wir das ja hier. Ne? Also meine Spülabdeckung. Die kann ich hier wegnehmen und hier halt dementsprechend einbringen. Und habe dann eben die Möglichkeit, hier noch mal so eine dritte Hand in der Küche zu haben. Hier habe ich schon mal so eine Tellerdusche, eine Handbedienung der Mischbatterie, ja, und dann relativ große Küchenschränke. Ich mache noch mal auf hier, relativ große Küchenschränke. Da kriege ich also echt allerlei Geschirr halt untergebracht. Also das Auto hat schon echt Platz ohne Ende. Auch wenn du in die Schubladen reinschaust, siehst du hier überall die der Innenausbau der Schublade ist auch in Holz gemacht, also nichts irgendwie ein Plastikeinleger drin, der dann irgendwann mal spröde wird oder so. Das ist schon alles sehr, sehr nobel und edel gemacht. Da hier liegt noch das Deko-Zeugs drin. Genau. Und von daher alles prima. So. Hey, hier ist der Essensservice. Da ist der Essensservice. Ja, hallo. Wir wollen gerade die Bestellung aufnehmen, weil es was gibt's dann zu essen? Ist schon spät. Hier gibt's meistens Käsespätzle und Semmelbrösel und und Schweinsachse. Nein. Ah, wie heißt das? Leberkäse, das war's. Leberkäse. Ja. Okay. Das heißt, du lädst uns jetzt zum Essen ein. Nein, das wäre die Frage, was du haben willst. Ja, irgendwas, bestellt irgendwas. Sven, magst du auch eine Kleinigkeit mit? Nee, ich bin, ich muss arbeiten. Du bist clean? Ja, ich bin clean. Aber trotzdem tausend Dank für die Einladung. Ich muss heute Abend noch essen. Meine Frau, die ist ja in Lindau. Okay. Vielen, vielen Dank. Du bist der Mann, der immer die Videos macht, gell? Ja, zusammen mit dem. Ich bin der Filmer. Genau, du bist der Filmer, der das seit Jahren schon macht mit Andreas. Ja, genau. Ich habe ihn zudem gemacht. Ich habe ihn groß gemacht. Ja, also wir arbeiten schon lange, lange Zeit. Dein Vorname? Ja. Ich bin der Christian. Hallo Christian, ja, ganz toll. Ja, dann bin ich mal gespannt. Wir machen ja ein etwas anderes Format. Bei uns geht ja vieles schief. Wir schneiden nicht. Punkt, warum ich hier die ganze Zeit ums Auto rumlaufe und mir gedacht habe, so mein Gott, wann wird endlich mein Schnitt gemacht? Also es wird einfach nicht geschnitten. Er schneidet nicht. Die Kamera wird langsam heiß, das wäre deine Chance. Ja. Ich glaube auch. Akku. Bestell irgendwas. Ja, alles klar. Dann vielen Dank. Wie viele habt ihr denn noch?
Oh, wir haben jetzt noch so 10, 15 Fahrzeuge. Ja. 10 bis 15? Ja. Dann habt ihr schon 15 gemacht, oder? Nein, wir haben jetzt ungefähr 6 oder 7. Wir müssen noch einige drehen, weil die 22er hier auf dem Gelände, die sind ja nur ein paar Tage da, die müssen wir durchnehmen. Ja, das ist eine einmalige Gelände. Ihr habt echt ein Riesenpensum hier. Das ist unglaublich, was ihr hier macht. Aber wir können eine Pause machen, da kann Andreas was essen. Alles klar. So, perfekt. Gucken wir, Mitleid geht. Mit mir. Danke dir, Christian. Bis dann. Toll. Ja, das ist ein richtig live hier, ne? Ja, das schadet ja nichts. Genau. Das ist auch eine Besonderheit. Als sie anfingen bei Dometic, da war ja eins erstmal klar, der Kühlschrank ist schmaler geworden, ja. Dafür ein bisschen höher. Ja, genau. Also der andere war breiter. Genau, vom Inhalt her ausgelittert soll der gleich sein. Und ich meine, der ist natürlich mega praktisch. Ne? Du kannst jetzt hier von der Seite aus oder von der Seite kannst du immer in den Kühlschrank rein oder ins Gefrierfach. Der Tech Tower, das höre ich dann schon mal von dem einen oder anderen. Man muss ja auch mal, ich sag mal, die nicht so goldenen Seiten, der ist schon relativ hoch. Ne? Jetzt bin ich 1,82, 1,83. Ich kann da zwar reingucken, aber um jetzt zu gucken, ob der Auflauf braun ist, da müsste ich jetzt irgendwie dann auch eine höhere Position aufnehmen und hier einmal so die Stufe, die ist, hochgehen. Ne? Also da gibt's. Aber es ist halt da. So, es ist so, da. Es gibt aber auch die Option mittlerweile. Es gibt einen Backofen, den kannst du dann im Küchenblock einbauen lassen. Das ist aber nicht bei jedem Fahrzeugmodell halt möglich. Da muss man halt schauen, welches Fahrzeugmodell gerade jetzt in Frage kommt. Dann nimmt man halt eben die Option, wo der der Backofen dann halt nach unten wandert. Ja. Ist hier noch ein Apotheker an der? Genau, ich habe jetzt gerade ja wieder die Zimtkappen zugemacht. Ich mache aber nochmal auf. Ich habe hier von der auch, Seite. Genau, kann ich eben auch eben dementsprechend aufziehen. Hab nochmal so ein bisschen Arbeitsplatz und vor allen Dingen auch hier wieder die Müll. Ja, Mülleimer-Trennsystem. Aber hier kann ich noch mal ein paar Flaschen. Flaschen, Öl, Essig, genau. Was auch immer, genau. Mhm. Okay. Und ist hier, das schmiedet sich hier schön auch in der Möbelarchitektur mit ein, in dieser Welle. Das ist also, man sieht es gar nicht, dass da noch mal so ein Riesenschrank darunter ist. Das ist die Klappe, haben wir die schon gezeigt eigentlich? Nee, die haben wir jetzt hier bei dem Fahrzeug noch nicht gezeigt. Aber das muss man ja wirklich mal so sagen, wer ein Karthago kennt, kennt eigentlich, ich sag mal, das Grundkonzept in jedem Fahrzeug. Es gibt keinen Karthago ohne diesen Klimaspeicher-Doppelboden, in dem die gesamte Technik vom Fahrzeug verbaut ist. Alles, was schwerpunktmäßig nach unten gehört, also Frischwasser, Abwassertank, das liegt hier unten drin. Du hast einen riesen Stauraum hier, den du auch nochmal von oben dann be- und entladen kannst. Du hast hier die Entsorgungshähne für Abwasser, Frischwasser dementsprechend. Du kannst den Boiler hier leer laufen lassen. Alles zentral in einem Staufach. Und natürlich ist der Klimaspeicher Doppelboden. Du siehst da unten den Heizkörper liegen. Der ist komplett beheizt, also von vorne bis hinten durchgehen und diese Platte nimmt die Wärme auf. Und du hast hier so einen Fußbodenheizungseffekt. Das ist serienmäßig. Ist auch keine Feuchtigkeit, die sich dann bilden kann. Gar nichts. Nein, gar nichts. Du kannst hier nochmal optional, jetzt wenn einer aktiver Wintersportler ist, kannst du hier nochmal eine Zusatzfußbodenheizung im vorderen Bereich, also ich nenne es jetzt hier mal so Salon, für den Salon bestellen. Ach, das ist gar nicht so teuer. Das ist irgendwo was 500, 600 Euro. Das ist jetzt nicht eine Riesennummer, dann hat man auch vorne noch mal eine Fußbodenheizung. Also Schlafbereich bzw. Badezimmer ist das sowieso verbaut. Also Leute, die empfindlich sind, die sagen, ich will überall Fußbodenheizung, da gibt es eine Lösung. Also man braucht es eigentlich nicht. Nein, also eigentlich braucht man es nicht. Es ist nice to have. Wenn einer das wirklich in die Spitze treibt, mache ich das halt eben da rein. Das ist halt einfach so. Aber das ist nicht, dass man sagt, ohne das ist das Auto nicht zu gebrauchen. Ganz im Gegenteil, man wird es nicht vermissen. Ja, schon. Ja, wir gehen mal hier durch. Aber manchmal hast du ja Sachen, warte mal, bleib mal gerade da. Ja. Manchmal hast du ja Sachen, die finden in der Aufpreisliste eine Daseinsberechtigung, weil einfach, ich sag mal, andere das anbieten, dann muss man sowas auch haben. Hier hast du nochmal eine Trenntüre, das heißt, ich muss hier die Transportsicherung gerade wegnehmen und dann kann ich hier diese Trenntüre kann ich halt schließen und separiere halt eben hier den Nassbereich zum Wohnbereich halt rüber und habe hier nochmal davor, den möchte ich auch nochmal ganz kurz zeigen, einen deckenhohen Apothekerschrank und der ist wirklich sensationell. Also da kriegst du eigentlich alles rein, was du irgendwo meinst in der Küche haben zu müssen oder auch nicht. Wahnsinn, oder? Also ganz viele Gewürze, egal was. Oh, Gewürze, Öl, Essig, meinetwegen noch Weinflaschen. Mehl, egal. Mehl, also das ist eine Fantasie, keine Grenzen gesetzt. Genau.
Hier haben wir jetzt dieses sogenannte Raumbad, also es ist wirklich ein riesengroßes Bad. Die Dusche ist in den 22er Modellen noch mal ein bisschen überarbeitet. Sag mal, das Fahrzeug steht doch in diesen größeren Linern nichts nach vom Raum. Ist ein bisschen schmaler, oder? Bisschen schmaler halt, aber ich sage ja, wie schon gesagt, in der Innenraumbreite, ich glaube nicht, dass du jetzt gemerkt hättest, ich glaube, dein Auto ist 240, ist das richtig, was ich sage? 240, ja. 240, würdest du sagen, der ist viel breiter von innen? Ernsthaft jetzt? Nee, echt nicht. Ja, gefühlt glaube ich es auch nicht. Also das Auto ist wirklich sehr, sehr geräumig, auch sehr edel gemacht. Auch die Materialien, die haben wirklich eine sehr, sehr positive Haptik und auch die Rückmeldung, wenn du hier was anpackst. Du meinst hier immer, du hast wirklich gute Qualität in der Hand und das ist also echt toll. Hier hast du eine Regendusche drin. Mhm. Für größere Jungs. Für größere Jungs. Die ist auch extra hier eingearbeitet, damit die hier nicht nochmal so ein bisschen kommt. Extra? Ja, ja, die war früher tatsächlich, war die mal davor gewesen. Nee, ist das ein Extra? Oder? Nee, nee, ach so, das meinst du. Nein, das ist serienmäßig. Das ist. Okay, und dann hast du eine Handbrause. Handbrause hast du. Neu ist jetzt hier diese Winkelabdeckung. Ich steig mal gerade rein. Bitte, ja, ja. Genau. Neu ist jetzt hier diese Winkelabdeckung, die hier halt drin ist mit diesen LED-Stripes. Und das Dekor ist hier neu gekommen im 22er Modell. Gut, da muss man jetzt nicht viel Worte drüber verlieren. Dafür kauft keiner ein neues Reisemobil. Aber die Dusche ist schon absolut gefällig, finde ich jetzt. Ne? Ja, und wenn du die jetzt schließt, ja, das nimmt ja hier auch nochmal gut 10 cm Platz. Also hier ist richtig Platz drin. Ne? Also da kann auch. Ich wollte es mal zeigen, weil du ja A, groß bist und B, das lasse ich jetzt, aber die, es ist so, selbst große Menschen, die vielleicht ein bisschen kräftiger sind, du bist nicht kräftig, sondern da gibt es noch ganz. 105 Kilo, die müssen irgendwo verteilt werden. Ja, aber du weißt ja selber, es gibt auch Leute, die wiegen 140, 150 Kilo, sind ein bisschen kleiner und so und die haben echte Probleme, wenn das nicht groß genug ist. Ja, vielleicht haben wir ja deswegen jetzt eine 65er Türe drin, also diese 63er. Nee, das ist aber auch so. Die rein. Nee, das ist wirklich so. Also ich habe einen Freund, der ist etwas kräftiger und der geht quer ins Wohnmobil. Vielleicht kommt er jetzt hier mit der 63er Tür demnächst normal rein. Ich persönlich fand es immer, naja, ich möchte nicht sagen lästig, aber wenn du das Fahrzeug einräumst, das machen wir meistens mit Wäschekörbe bei uns zu Hause und dann stehst du vor der Tür und musst dann jedes Mal umwinkeln und so reingehen. Ich habe es jetzt noch nicht probiert, ich habe ja noch keinen 22er zu Hause. Vielleicht komme ich mit meinem Wäschekorb demnächst so da durch. Keine Ahnung. Ja, dann kannst du zumachen. Raumbadeffekt. Genau, hier Raumbadeffekt. Ja. Hier haben wir jetzt natürlich keine Doppelfunktionstür, weil das funktioniert ja hier über diese Schiebetüre. Ich könnte dich aber jetzt da im Schlafzimmer nochmal wegschieben, weil da ist auch nochmal. Ja, aber ich habe schon mal einen Schutz nach vorne. Das heißt, also wenn ich die Tür einfach nur auflasse, dann. Alles gut. Genau. Also du weißt, was ich meine. Das ist so. Absolut. Ich habe also hier einen separaten Toilettenraum. Und auch der hat also nicht nur da oben eine Dachluke drin, sondern hier eben auch ein Fenster zur Be- und Entlüftung. Ich habe einen Handtuch-Heizkörper hier, habe hier meine Milchbatterie bzw. mein Thermostat, wo ich halt eben die Temperatur mit einstecken kann. Und ich kann hier so echt die Beine ausstrecken. Ne? Man hat das hier nochmal so ein bisschen ausgearbeitet. Achso, da unten ist so, so eine Mulde. Ja, dass ich wirklich meine Füße, also eine bequeme Sitzposition hier einnehme und nicht mehr hier den Unterschenkel abklemme. Ne? Was schön ist, du kannst die Tür zumachen, du bist alleine, weil es soll ja Leute geben, die nicht nur falschen produzieren. Und das ist natürlich in so einem Raumbad, was komplett offen ist, immer ein bisschen unangenehm. Ja, das ist ein bisschen blöd. Also manche Autos, da gehst du ja wirklich durch, dann ist das Raumbad so offen, dass es überhaupt gar keine Intimsphäre mehr. Bei mir ist das so. Also es ist wirklich so. Aber gut, wir kennen uns gut. Trotzdem bin ich manchmal so, da will meine Frau, will denn da, was weiß ich, die will dann irgendwas anderes holen. Und dann muss ich dann sagen, um Gottes Willen, da mache ich dann auf. Und das ist mir dann immer höchst unangenehm, weil der ein oder andere Mann soll man ja nicht. Aber sitzt trotzdem länger, als er soll. Ja, das liest noch was am Handy und. Das ist so, ja, wird da rumgedaddelt oder so. Ne? Ja, das ist so. Also hier hast du nochmal die Möglichkeit, ich sag mal, zu separieren. Ich hatte auch mal so ein Wohnmobil, wo wirklich alles so dann da drin stand, war wirklich nur vorne hinten diese Tür. Mich hat es jetzt nicht so riesig gestört. Ich bin mit meiner Frau schon seit meinem 16. Lebensjahr. Ja, trotzdem muss ja nicht sein. Nichts mehr, was wir noch nicht irgendwie, was wir nicht kennen oder so. Ne? Ja. Hier hast du nochmal ein schönes Designer-Waschbecken, auch hochwertig hier eingefasst. Schöne Mischbatterie. Das ist aber jetzt kein Spielzeug, da kannst du gegenklopfen. Jo. Das ist. Das hat also schon, das ist jetzt nicht, das ist kein Porzellan. Kein Porzellan, aber es ist hochwertiger Kunststoff und das fühlst du nicht. Das fühlt sich also an wie zu Hause. Ne? Toll. Darunter hast du nochmal
Schubladen halt dementsprechend drin, wo auch jetzt hier nicht unbedingt dann ein Einschnitt ist, weil Siphon irgendwo sein muss. Das hat man wirklich so gearbeitet, dass die Fläche also auch komplett zur Verfügung steht. Ne? Auch alles mit Softclose hier. Und auf der gegenüberliegenden Seite haben wir noch zwei Schubladen, ist klar. Mhm. Und dann ist das hier der Weltmeister bei Kleiderschränken. Das ist ganz krass. Ja. Perfekt, ja. Das wollte ich gerade sagen. Auf der gegenüberliegenden Seite hast du nochmal einen echt großen Kleiderschrank. Aber nicht nur den. Oben mit einer Stange, unten mit einer Stange. Da unten siehst du zwei Bypass-Ventile. Ja. Die sind einmal nochmal da für diese Fußbodenheizung, die hier hinten im Heckbereich verbaut ist. Einmal für den Fußboden ist der linke Hebel, also der untere. Und der obere ist für die Bettheizung. Also das Bett hat nochmal eine separate Warmwasserheizung. Also wenn es jetzt sehr kalt ist, kannst du sagen, ich will, oder die Leute wollen es einfach haben. Es gibt sicherlich Leute, die es wollen. Ich wollte es jetzt nicht haben. Ich schlafe lieber, ich gehe lieber in ein kaltes Bett rein. Ich mag das nicht, ich habe auch kein Wasserbett zu Hause, was bereit. Aber jeder wie er will. Jeder wie er will. Da ist der Mensch halt eben unterschiedlich und ist doch toll, wenn es da ist. Und ich kann es mir so einem Hahn zudrehen, habe ein kaltes Bett und wenn es aufmacht. Andreas, mach mal ganz kurz nochmal auf, das haben wir, oder ich habe es ganz vergessen, dass wir nochmal reinschauen. Genau, warte. Ist nicht so tief, aber für Medikamente und Zahnbürstchen. Ja, und Zahnbürste, Zahnputzbecher, Rasierapparat da reinzustellen. Zu legen, ist das absolut ausreichend. Sag mal, wenn ich das Auto bei dir kaufe, bei dir in der Nähe von Aachen und in Aldenhofen. Ich lerne das noch. Kein Problem, das ist zwischen Aachen und Köln, liegt ganz nah an der belgisch-niederländischen Grenze, also da im Dreiländereck. So, ich sage, ich möchte eine Steckdose 230 Volt in jedem Schrank haben. Könnt ihr sowas machen? Ja, natürlich, selbstverständlich. Also für Ladegeräte oder ja, für... natürlich, ja. Das geht. Also, ja, genau. Also der Kunde ist ja unterschiedlich. Es gibt welche, die brauchen ein Apnoe-Gerät, dann machen wir da halt eine Steckdose noch mal zusätzlich hin, ob das jetzt 12 Volt oder 220 Volt, das ist kein Problem. Genau, das macht ihr dann in der Werkstatt. Genau. Wenn du noch mal gerade da bist, aussperren, weil du stehst nämlich auch jetzt genau richtig. Jetzt sehen die Zuschauer mal genau, was du heute... wieso kriege ich das nicht? Ach, ich muss den Bauch einziehen. Ich glaube, zieh den Bauch ein, jetzt wird es peinlich für dich. Ja, der hat den Spiegel, genau. Hier kann ich das auch noch machen. Die Schiebetüre, jetzt könnt ihr mich mal live sehen. Genau, jetzt würde ich sagen, verraten wir mal, wie der Sven heute hierher gekommen ist. Genau, hier hast du nochmal die Möglichkeit, halt eben den Schlafraum zum Badezimmer zu separieren. Das heißt, ich kann hier über die beiden Schiebetüren kann ich den Raum nochmal separieren. Und ist hier nochmal schön ein Spiegel eingearbeitet, wo ich dann eben im Grunde genommen nochmal sehen kann, wie bin ich angezogen, passt alles perfekt, bevor ich das Reisemobil verlasse. Wenn es nicht gerade eine Badehose ist, muss es ja zumindest ein bisschen gut aussehen. Ne? Mhm. Genau, hier haben wir... schönes Queensbett 1, Kopfteil kann ich nochmal separat im Winkel, dann kann ich das halt einstellen, wenn ich es lesen möchte oder so. Und wie schon gesagt, das Bett ist nochmal beheizt, da siehst du rechts und links, siehst du die Heizschlangen der alten Heizung laufen. Wir haben hier dieses Material, was sich halt dementsprechend auch der Körperform halt dementsprechend anpasst. Genau, es ist nicht einfach nur ein Lattenrost halt hier drin. Und unter dem Bett habe ich natürlich nochmal üppig Stauraum. Und ich finde eben schön bei der Queensbett-Variante, du hast hier für Männlein und Weiblein hast du sie jeweils, kannst du das separieren. Ne? Einmal hier eine Schublade, sage ich jetzt mal, für den Herrn. Und einmal darunter dann die Schublade oder umgekehrt. Oder für Herr und Herr. Für Herr und Herr, genau. Dame und Dame. Für Damen und Damen, ja, wie du weißt, ich habe meinen Handelsplatz in der Kölner Gegend und wir haben sehr viele Herren und Herren und Damen bei uns in der Kundschaft drin. Das ist tatsächlich so. So. Genau, da ist ja nichts. Aber kannst du das nochmal separieren? Und jetzt zeige ich dir noch was, das finde ich auch total genial. Jetzt sind wir beide 1,80 plus. Ich käme jetzt hier bequem dran, aber wenn ich jetzt kleiner wäre und mache den Schrank auf, die Kleidung kommt mir entgegengefallen. Du siehst, der ganze Auszug kommt hier raus und du siehst, wie der Schlitten hier nach vorne kommt. Ich kann hier ganz bequem... Mach nochmal, ich hatte es gerade nicht drauf. Ganz bequem kann ich... Es kommt rein und raus. Ganz genau, ja? Also auch mit Softdose. Ich ziehe hier dran und der ganze Schlitten, wo die Kleider dran aufhängen, kommt mir entgegengefallen. Ich kann das hier wegnehmen und kann den Kleiderschrank wieder zumachen. Musste also jetzt nicht irgendwie großartig irgendwie... Bettdecke hing dazwischen, muss hier nicht großartig klettern. Genau. Hier schön der Baldachin halt eingearbeitet. Hochglanz, guck mal. Hochglanz, das ist echt schon großes Kind. Das ist so ein bisschen so Yacht-Style. Ne? Wenn du hier drin bist, dann kannst du auch auf einem Luxus-Yacht-Chef sein. Ne? Was mir auch aufgefallen ist, vorne, weiß nicht, ob du das schon gesehen hast.
Bestimmt. Ich glaube nicht, ich will das erste Mal, weil ich den in Karthago bin. Guck mal hier vorne. Nein, guck mal hier oben ist das gleiche in Hochglanz, siehst du? Ja. Also du wirst die Materialien immer wieder finden. Ne? Also ansonsten wird das Auto ja auch zu wild oder zu verspielt innen drin. Also in der Designsprache, da geben wir uns schon viel Mühe, ein stimmiges Auto hinzukriegen. Ist das das gleiche Leder hier unterm Hubbett, was hier verwendet wurde? Guck mal. Der Belag hier? Unten drunter, ja. Das ist das gleiche, allerdings in Kunstleder. Das ist kein echtes Leder. Ne? Okay, das Hubbett haben wir gar nicht gezeigt. Nee, das können wir gerne machen. Dann komm, das sagen wir mal. Mach ich. Weil das geht ja Karthago typisch sehr schnell. Einmal nur den Tisch hier so ein Stückchen zurück. Und die Sitze haben ja so einen Schnellverschluss. Die springen ja dann quasi nach vorne. Und dann kann ich hier mit einer... Ist der Schnellverschluss auf beiden Seiten? Auf beiden Seiten. Weil das ist bei mir immer nur auf einer Seite. Das ist total nervig. Ich muss immer um den Sitz laufen. Das hab ich jetzt noch nicht Isri. Das ist bei uns nicht der Fall. Und dann kann ich wirklich mit einer Hand, ich greife hier rein, ich muss nur darauf achten, dass der Fernseher vorher runter ist. Das haben wir eben zufälligerweise gemacht. Und dann kann ich das Bett einfach hier runterziehen und kann dann relativ bequem über diese Sitzbank, dafür ist die dann auch gedacht, wir haben keine Leiter, ich habe neue Schuhe an. Nagelneue Schuhe. Ja, ganz genau. Das sind Hallenschuhe, die habe ich nur in der Halle an. Und bin hier in meinem Hubbett halt drin und habe hier Sitzhöhe, das ist alles total easy going. Und jetzt könnte ich auch das Fernsehgerät wieder hochfahren und aus dem Bett raus bequem Fernsehen gucken. Wenn nur nicht beim Runterklappen, weil das Bett halt so einen Weg fährt. Breite vom Bett sind denn gut 1,60 Breite, ja, und, genau. Und die Länge? Liegebreite, wir waren ja heute Morgen schon mal oder heute Nachmittag im Kompaktlein drin, da kam ich ja oben unten an. Das ist hier nicht der Fall. Das Bett ist, ich meine, 1,95 ist es, also so in der Ecke rum. Ausreiten. Ich gehe mal gerade ein Stück zurück, dass man dich mal komplett sieht. Ja, genau. In deiner typischen Position. In meiner typischen Position, genau. Im Bett schlafen. Ja. Witzig. Ja, ihr habt unglaublich viele Mitarbeiter bei euch in Lau. Aldenhofen. Aldenhofen zwischen Aachen und Köln. Ich dir aber eben schon mal gesagt, aber du bist auch durch. Aber es ist auch schon spät, muss ich sagen. Trotzdem, wir haben keine Mühen und Kosten gescheut, um den Leuten die neuen 2022er Modelle zu zeigen. Es gibt viel zu sehen, aber das Beste ist, man guckt sich die wirklich selber an. Weil wir beide machen ja gerade echt einen Aufnahmemarathon. Ich stehe ja nicht das erste Mal vor der Kamera, aber das, was ich heute mache mit dir, ist echt hart. Wir haben noch nicht in der Garage geguckt. Nein, ich habe mit Christian heute schon um 7 Uhr angefangen und jetzt eben um 14 Uhr mit dir. Und ich bin nicht zu Ende. Wenn ihr auf dem Karthago-Stand seid in Düsseldorf, dann guckt auf die Schuhe, denn du hast dir das patentieren lassen. Ja, ist so. Für den Wohnmobilverkauf rote Schuhe ist irgendwie angeblich. Träger, Markenträger. Ich bin der Einzige. Mein Markenanwalt sagt, wir wären der Einzige, der es geschafft hat, rote Tonschuhe im Beratungsgespräch von Fahrzeugen, insbesondere der Freizeitbranche, als Marke einzutragen. Okay, also wir. Naja gut, es gibt mal andere, die rote Schuhe anhaben. Ist das Rot eigentlich definiert von der Farbe? Es ist tatsächlich so. Es gab eine gewisse RAL-Palette, die mussten wir wählen. Aber es sind im Grunde genommen die Rottöne, die für mich interessant sind. Also diese Knallrottöne. Ja, also Orange oder so interessiert mich jetzt nicht, kann einer anziehen. Und Gummistiefel gehen übrigens auch. Also, du hast hier zwei riesengroße Kleiderschränke, wo so T-Shirts und so weiter reinpassen, aber es kommt noch besser. Man hat nämlich, wenn man sein Handy aufladen möchte, hat jeder seine eigene Nische, quasi so eine Art Nachttisch, der integriert ist. Da gell? Kann ich sag mal, Medikamente reinbringen, Wecker, Handy da rein. Das kann doch nicht rausfallen. Nee, das steht da eigentlich relativ sicher drin. Ich würde da vielleicht so eine Anti-Rutschmatte reinmachen, dann kann ich es auch während der Fahrt zum Teil drin liegen lassen. Also das ist wirklich praktisch da, diese Nische. Hat die Steckdosen auf beiden Seiten, einmal USB, einmal 230 Volt, da kann ich Adapter drauf machen. Steht der denn jetzt auf Lithium oder ist das eher mäßig auch auf AGM? Ich weiß jetzt nicht, wie der ausgestattet ist. Die Fahrzeuge, die bei uns über im Handelsplatz bestellt werden, da wird in der Fahrzeugklasse wird meistens Lithium verbaut. Also sehr mäßig kommt der mit AGM daher. Sind auch nur zwei, die dann drin sind. Ich kann dann nochmal eine Zusatzbatterie wählen, aber die meisten Leute nehmen in der Fahrzeugklasse bei uns eine Lithium halt. Oder halt klassisch im Kompaktlein, die nehmen auch Lithium, aber wegen Gewicht halt eben. Soll ich mal gucken, wie ich hier rauskomme? Das Schöne ist ja beim... Hand geben. Nee, bitte nicht.
Bitte nicht. Ich habe ja im französischen Bett. Nee, vielleicht in 5 Jahren, wenn wir noch ein bisschen filmen. Ja, das schaffen wir noch. Sag mal, Andreas, das sind Serviceklappen, gell? Ja, das sind überall, tatsächlich sind das Revisionsklappen. Auch stellenweise machen die jetzt für den normalen Camper wenig Sinn. Aber für uns sind die halt ganz wichtig. Hier hast du jetzt nochmal einen Stauraum halt. Aber das ist auch ein Kontrollfach, um halt eben zu gucken, da liegt wieder ein Heizkörper. Ich komme an den Wassertank dran. Wenn da irgendeine Leckage oder so ist, dann muss ich nicht großartig jetzt hier den Boden aufschneiden oder den Tank ausbauen oder so. Ich muss mal gucken, ob ich hier rauskriege. Ich habe gerade keinen Fingernagel, haben die bei uns extra ein Werkzeug für. Hier hast du also auch nochmal, ich komme, kriegst jetzt nicht raus, nochmal eine Revisionsklappe. Aber hinter dir ist noch eine, guck mal. Die kannst du aufziehen, genau, hier ist auch nochmal eine. Genau, hier kommst du jetzt an den Abwassertank ran. Da hast du auch hier einen Verschluss, den kannst du öffnen, um den zu reinigen dementsprechend. Ja, so läuft das hier. Der hat jetzt keinen Fäkaltank mit Umpumpfunktion, kann man das kriegen? Der hat, weiß ich jetzt nicht, ob es hat das Thema gleich, wenn wir in der Heckgarage sind. Du kannst hier einen Fäkaltank mit Umpumpsystem kannst du bekommen, genauso wie in dem Liner for Two, den wir uns eben angeschaut haben. Also das heißt, ich habe eine normale Kassette und dort werden die Fäkalien abgepumpt? Genau, richtig. So? Also, genau. Du hast eine ganz normale Kassettentoilette und wenn die voll ist, dann kannst du über einen zusätzlichen Knopf, der da eingebaut ist, also ist alles in dem gleichen Display mit eingebaut, da drückst du drauf und dann zieht der über ein Vakuum die Kassettentoilette leer in einen separaten externen, also natürlich im Fahrzeug verbaut, externen Fäkaltank. Du hast also ungefähr eine Autarkieverlängerung von Faktor 10, genau. Faktor 10, das heißt, also normal komme ich so, sag mal, 2-3 Tage mit so, Tage, ja. Dann hast du 30 Tage, ja. Je nachdem, wie viel du dann produzierst. Ja. Und wenn die dann voll ist, der Fäkaltank, kannst du den normalen Tank wieder spazieren fahren, also dann hin und her. Ganz genau, also entweder fahre ich dann zur Entsorgungsstation und dann leere eben den ganzen Mist im wahrsten Sinne des Wortes, oder manche haben ja dann nochmal so einen mobilen Wagen, wo die dann sagen, ich entleere den. Wobei, da bin ich jetzt nicht so ein Freund von der Parzellennachbar, der wird sich freuen, wenn du da deinen Fäkaltank mit so einer Kiste dann wegfährst. Ach, das stimmt, das habe ich mal gesehen, ja. Der 100 Liter. Ja, der dann. So, ja. Das haben wir gezeigt, das haben wir auch gezeigt. Dann gucken wir mal in die Garage noch kurz rein, weil da haben wir, glaube ich, noch nicht reingeguckt. Ja. Dazu brauchen wir, glaube ich, einen Schlüssel. Ich glaube, das Essen ist da. Das hört sich fast so an. Eher fertig in Deutschland. Macht nicht jeder, muss man sagen. Ist nicht ganz günstig, aber hat Riesenvorteile, oder? Das hat bestimmt die Vorteile, dass man die Fertigung gerade eben neben der Haustür hat. Sie werden bestimmt schon einen Schwenk übers Gelände gemacht haben. Die Fertigung ist hinten in dem grauen Gebäude und die Verwaltung und die Konstruktion ist direkt hier neben an den roten Gebäuden. Also alles sehr nah beieinander und somit gut erreichbar, kurze Wege. Machen das immer leichter. Ja, es gibt ganz, ganz viele Service-Stützpunkte von Karthago. Ich glaube, da liegen also viele Leute auch drauf Wert, wenn sie ein Fahrzeug kaufen, sind irgendwo unterwegs. Das wächst immer mehr und mehr, das Netz. Deutschland ist wichtig, aber ihr habt starkes Wachstum auch in anderen Märkten, oder? Genau, die Märkte entwickeln sich in Europa allesamt stark, im Detail etwas unterschiedlich. Der eine oder andere hat da vielleicht monatlich die Nase weiter vorne oder etwas weiter hinten. Wir erfahren in ganz Europa ein wirklich starkes Interesse und davon abhängig natürlich auch ein starkes Wachstum. Ja, ihr habt eine ganz besondere Fahrzeugklasse. Eure Fahrzeuge sind sehr kompakt. Trotzdem merkt man nicht, dass sie so kompakt sind. Ja, wenn man so reingeht, man muss es erfahren, wenn man nur die nackten Zahlen sprechen lässt, dann sagen Leute vielleicht, oh, der ist mir nicht breit genug. Wenn du drin bist, wir haben es eben gemerkt, wir sind rein. Ich musste x-mal fragen, die Breite von dem Fahrzeug hier war nochmal? Die ist 2,27 Meter und du hast selber gesagt, dein Auto ist 2,40 Meter und du merkst keinen Unterschied in der Innenbreite. Und die ist ja entscheidend am Ende des Tages. Weil draußen will ich ja wenig Verkehrsfläche in Anspruch nehmen. Ihr habt es eigentlich geschafft, das Standing Karthago doch so als High-End-Marke so zu verfestigen, dass die Leute auf dem Platz, ich sag mal, wirklich nach einem Karthago immer noch hinterher gucken. Na gut, das ist ein konsequenter Aufbau von Werten. Und wenn man diese Werte über lange, lange Zeit, und Karthago ist ein familiengeführtes Unternehmen, über lange, lange Zeit weiterentwickelt und dafür steht und dafür messbar ist, dann kommt man in bestimmte Klassen hinein, wo man sich dann wohlfühlt. Karthago ist seit dem letzten Jahr der größte Anbieter von integrierten Reisemobilen in Europa. Das heißt, der zahlenmäßig größte Anbieter. Und das ist unsere Stärke, das ist unser Kernmarkt, darauf fokussieren wir uns, da fühlen wir uns wohl und ich glaube auch, das können wir. Wenn man so stark wächst, der Markt, der wächst ja wirklich stark und er ist noch lange nicht am Ende, hat man das Gefühl, da muss ja auch, ich sag mal, das Händlernetz muss ja auch mitwachsen. Du hast mir das eben noch kurz erzählt, ja. Das heißt, ihr müsst Leute finden, die das auch gut können, gerade im Bereich Service und so weiter und so fort. Wie geht ihr damit um? Weil ihr habt ja bestimmt viele Händler, die da stehen und sagen, wir möchten gerne auch Partner werden von Karthago. Mhm.
Handelspartnerschaft bedeutet, auch gewisse Werte der Marke mittragen zu können, ja, und auch zu wollen. Das heißt, es gibt ein Qualitätsbemessungssystem für Handelspartner, es gibt ein System der Qualifizierung, der Schulungen, sowohl im vertrieblichen als auch im technischen Bereich. Das muss ein Handelspartner durchlaufen, wenn er unsere Marke vertreten möchte. Und wir legen sehr viel Wert, dass das auch aufrechterhalten wird. Also über die Jahre mit den Neuerungen weiterentwickelt wird beim Handelspartner. Jetzt habt ihr ja wahrscheinlich auch leichte Defizite in der Lieferbarkeit von Zubehörteilen. Ich weiß nicht, ob es euch auch getroffen hat. Ja, Gar nicht. Ist das jetzt nur temporär oder ist das aufgrund der Explosion der Nachfrage auch ein bisschen zu sehen? Oder was steckt da so dahinter? Dass also viele klagen über kleine Bauteile, die fehlen und dass natürlich die Produktion ein bisschen hinkt dann. Gut, gerade heute hat die ProMobil nochmal darüber berichtet und wir freuen uns darüber, dass die Fachmedien auch die Endkunden zu diesem Thema abholen. Denn es ist aus dieser Perspektive etwas, das jeden einzelnen Hersteller in dieser Branche betrifft. Die Lieferketten in Summe sind vom Chassis her angefangen bis zum Kühlschrank oder bis zum Material für Möbel sehr unzuverlässig geworden, weil jeder der einzelnen Zulieferer wiederum mit seinen eigenen Zulieferern einfach in Schwierigkeiten gerät. Das ist mit Sicherheit ein Effekt der Menge, der Nachfrage. Das spielt eine Rolle. Es ist ein Effekt der Weltmärkte. Ich glaube, wir können nicht auf den Punkt bringen, es ist genau diese eine Ursache. Fakt ist, wir sind alle davon betroffen und wir müssen alle um Toleranz bitten in diesem Zusammenhang. Es ist nicht so, dass wir nicht liefern können oder wollen in diesem Zusammenhang, sondern wir sind darauf angewiesen, dass all unsere Zuliefererketten gleichermaßen funktionieren und alle Räder ineinander greifen. Ja, ich habe gehört, ein ganz großer Lieferant, der gibt noch nicht mal mehr Liefertermine raus teilweise, ja, sondern man bestellt. Ja, ich bin mal sehr gespannt, wie das Ganze weitergeht. Es gibt einen Riesenboom, der Markt wächst aber auch, was an Stellplätzen angeht, wahnsinnig. Also es ist kaum ein Tag, wo nicht an irgendeiner Ecke ein neuer Stellplatz aufmacht. Hat man das Gefühl, dass gerade Reisemobile ganz in der Mitte angekommen sind? Die Situation mit der Pandemie hat mit Sicherheit den Effekt gehabt, dass mehr und mehr Menschen sich mit dieser Urlaubsform oder mit dieser Möglichkeit zu reisen beschäftigen. Das begrüßen wir natürlich. Das gibt Rückenwind, das gibt auch eine gewisse Akzeptanz. Gleichzeitig ist es wie immer, wenn viel auf einmal kommt, dann müssen alle möglichen Infrastrukturen erst nachgezogen werden und erst in diesem Zusammenhang mitwachsen mit diesem entsprechenden Boom. Einiges davon wird wieder gehen, vieles wird aber auch bleiben und wir freuen uns darüber, dass eben die Aufmerksamkeit in der Allgemeinheit in der Regel positiv ist und dass sowohl Gastwirte als auch Campingplatzbetreiber als auch Städte, Kommunen und Gemeinden das als Chance begreifen und die entsprechende Infrastruktur fördern und in dem Zusammenhang positiv auf dieses, ja, im Prinzip zusätzliche Interesse reagieren. Also das freut uns. Ich bitte noch mal eine Lanze ins Feld zu ziehen für das Thema Nachhaltigkeit. Also es gibt ja kaum Automobile, außer vielleicht mal Porsche abgesehen und diverse andere, die, ich sag mal, wo die meisten Fahrzeuge, die produziert wurden, noch fahren. Das ist ja bei Karthago leider auch der Fall. Ja, also man sieht ja wirklich... leider? Ja gut, das ist ja für den einen oder anderen Händler ein bisschen blöd, ja, wenn die Fahrzeuge so lange halten oder genutzt werden. Aber gerade ein Reisemobil, ich sag mal, die Leute fahren von A nach B, die sind ja nicht dauernd auf Achse. Es gibt natürlich auch die, die dauernd auf Achse sind, aber die meisten nutzen das als fahrendes Haus und wenn man so den Energieplot von einem Wohnmobil mal daneben stellt, auch von Leuten, die wirklich Langzeit darin wohnen, da verliert fast jedes andere Haus, was sowohl, ich sag mal, in der Fertigung angeht, nur das Thema Zement mal anzusprechen, ja, weil ja ganz oft das Thema Energie und so weiter, Reisemobile sind nachhaltig, oder? Insgesamt ist die Reisemobilform oder diese Art des Reisens als nachhaltig zu betrachten. Es gibt da sehr, sehr viele Untersuchungen und Analysen und Doktorarbeiten und so weiter dazu. Wenn man das Ganze betrachtet, also Sie haben es richtig gesagt, wie viele Kilometer fährt jetzt wirklich der einzelne Reisende damit? Wie lange hält er sich wo auf? Was braucht er dort an Energie und so weiter? Wenn man diese Gesamtbilanz betrachtet, dann kann das Reisemobil absolut mit einer Flugreise, mit einer Schiffsreise, mit Individualreisen mithalten und ist in der Regel sogar besser dabei. Also ich denke schon, dass man da sagen kann, wir haben eine sehr nachhaltige Form der Reisemöglichkeit. Was auch interessant ist, das Thema Selbstversorgung, energiemäßig, da fängt man heute an, also Blockheizkraftwerke oder feste Lithium-Ionen-Systeme zu Hause zu installieren mit Solaranlagen. Da kann man ja heute drüber lachen, ja, das machen die Reisemobilisten schon seit ewigen Zeiten. Die haben eine Solaranlage auf dem Dach, produzieren selber, ich sag mal, einen Strom, auch das Thema Festtanktoiletten oder Umpumpsysteme, weniger Chemie. Also ihr macht euch da wirklich viele Gedanken. Mhm.
Ja, das stimmt. Insofern könnte man vielleicht sagen, die Reisemobilisten sind dort innovativ unterwegs, um im Prinzip den Häuslebauern auch Beispiele zu zeigen. Nein, es hat natürlich schon einen Eigenzweck, irgendwo autark oder weitgehend unabhängig reisen oder stehen zu können, ist natürlich eine Urform des Antriebes des Reisemobilisten. Und so gibt es entsprechendes Zubehör, das entweder direkt ab Werk bestellt werden kann, vom Fachhandel verbaut werden kann oder auch selber nachgerüstet werden kann, das genau das unterstützt. Meine Kleine, bitte kommen Sie mal gerade mit. Ich zeige Ihnen mal was. Das ist ein Mercedes-Benz. Jetzt ist ja, ich sag mal, Mercedes-Benz in der Reisemobilbranche noch relativ neu, was auch Stückzahlen angeht. Ihr seid ja jetzt natürlich nicht die größte Abnehmer von Nutzfahrzeugen bei Mercedes-Benz, aber durch den Tiefrahmen und viele andere Dinge, inwieweit ist Mercedes euch denn da entgegengekommen, dass es nutzbarer wird, der Sprinter? Also wir erleben Mercedes als sehr interessierten und kooperativen Partner der Reisemobilbranche. Ja. Und es gibt verschiedene Chassisformen. Das wird wahrscheinlich jetzt im ersten Interview zu tief in die Tiefe gehen. Das kann der Andreas später mal erklären. Es gibt ganz verschiedene Chassisformen, bei denen wir Mercedes als sehr interessierten, kooperativen Partner kennengelernt haben, der uns auch stark unterstützt, diese Form oder diese Reisemobile so entsprechend zu motorisieren oder mit dem Chassis zu versorgen. Wir haben es in vielen Medienaussagen schon so gesagt, hier haben sich eigentlich zwei Premium-Marken gefunden. Also das Mercedes-Benz Chassis und Karthago als Premium-Reisemobilhersteller. Ja, ihr habt ja hinten auch den Stern drauf. Fahrzeuge unterscheiden sich ja bis auf den Stern kaum. Ihr bietet die in verschiedenen Preisklassen, Größen und so weiter an. Mhm. Man merkt auch so ein bisschen, jetzt macht Mercedes-Benz auch, was das Thema im BOX und so weiter angeht, die anderen ziehen nach. Auf einmal sagt sich auch ein Fiat, okay, wir müssen mal das Chassis neu machen, das können wir nicht mehr so lassen und so weiter. Da passiert unglaublich viel, oder, im Nutzfahrzeugbereich? Ja. Wer jetzt da wen angetrieben hat, das vermag ich nicht zu sagen. Ja. Ohne Zweifel ist Mercedes mit der M-Box-Technologie ein Benchmark in diesem Zusammenhang. Das kann man wirklich sagen. Und natürlich hat Iveco auch seine tollen Ideen und Komponenten in dem Bereich. Und es ist, glaube ich, nur wichtig und richtig, dass Fiat dort jetzt auch Flagge zeigt und in dieser Entwicklung Schritt hält und vielleicht auch ein bisschen Benchmark setzt von der Fiat-Seite her. Das werden wir sehen. Ja, das Thema Design, ganz wichtig. Also auf der einen Seite muss es ganz aktuell modern sein. Ich schaue mir das Ganze hier mal an. Auf der anderen Seite möchte man ja auch nicht all die verärgern, die, ich sag mal, durch einen Modellwechsel dann ein altes Fahrzeug haben. Ihr habt das als einer der ganz wenigen gut hinbekommen, sage ich jetzt mal. Also softe Modellwechsel, ohne den Leuten da vom Kopf zu schlagen. Mhm. Wer macht das Design bei euch? Das Design ist schon etwas, was wir uns auch selber mit vorbehalten. Das heißt, es gibt natürlich für diesen Fachbereich auch entsprechend Leute bei uns im Unternehmen, die das supporten. Und der Fachhandel kennt natürlich den Leitspruch, den wir jedes Jahr ausrufen dazu. Wie lautet der, Andreas? Kann ich sofort so ein kleines bisschen Andreas? Leistungsprüfung machen? Und Design ist keine Philosophie, oder? Nein. Also was er jetzt sagen wollte, ist unsere Designsprache. Nein, Evolution statt Revolution. Ja, das habe ich aber heute schon der, mal gemacht. Der Leitbegriff von Karthago in diesem Zusammenhang. Er darf noch Händler bleiben jetzt? Das werden wir hinterher offline im Zweiergespräch, wenn wir das diskutieren. So, er macht das gut. Ich sag mal so, ihr habt viele Händler, die machen das alle gut, aber das hier ist ja jetzt schon herausragend. Wie habt ihr zueinander gefunden? Kennen Sie den Moment noch, wo ich es erstmal gesehen habe? Oh, den kenne ich sehr genau, ist aber wahrscheinlich schon etwas. Länger was dann, her? Ja, nee, dafür bin ich jetzt in einem Alter, das vergesse ich dann auch halt wieder. Nein, wir haben Andreas als sehr interessierten Mensch auch wiederum erlebt, als er auf uns zugekommen ist und teilweise angesprochen wurde. Also wir haben uns dort in dem Zusammenhang zum passenden Zeit, glaube ich, kennengelernt. Und der hat sich sehr stark engagiert und ist in der Tat in einer sehr kurzen Zeit. Er kommt ja gar nicht aus der Branche. Ja, das ist immer so ein bisschen sein Defizit noch, dass er hier und da noch ausgebildet werden muss. Nein, er lebt es über die Leidenschaft aus dem eigenen Bereich heraus. Er ist Reisemobilist, der sehr, sehr lange mit Reisemobilen Erfahrung hat und das auch gerne mit einbringt und anbringt in dem Bereich. Nicht jeden Wunsch kann man erfüllen, das muss man sagen. Und er gehört in der Händlerschaft ohne Zweifel in die Gruppe der Händler hinein, die uns auch als Unternehmen ja immer wieder ein Stück weit weiterhelfen, aber vielleicht auch hier und da korrigieren. Und das, wie gesagt, ist eine Gruppe von Händlern, die eine gewisse Größe haben, wo wir auch froh sind, dass wir dort im Grunde genommen eine Händlerschaft haben, die sehr offen auch mit ihren Ideen
mit berechtigten Kritiken, aber auch mit Anregungen mit uns umgeht. Ja, ich finde es ganz interessant. Ihr habt wie viele Reisemobile schon gebaut in eurer Zeit? In den ganzen 42 Jahren, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Ja, viele, oder? Tausende, Zehntausende? Also ganz viele sind das. Aneinandergereiht geht das bestimmt bis zum Mond und wieder zurück. Das weiß ich aber nicht. Ja, ich merke schon, er, das wäre mal eine interessante Frage. Ja. Er hätte wirklich die Diplomat oder Politiker werden sollen. Ja. Hat sie im Prinzip keine Antwort gegeben, aber es müssen viele gewesen sein. Das ist so. Sehr viele, ja. Es gibt eine Fangemeinde. Wie stehen die Fans in der Marke Karthago? Also die fahren, kommen die mit viel Kritik auf euch zu? Oder ist das wichtig, dass die auch mal kritisch sind? Ich denke schon. Ich denke schon. Kritik muss man behandeln, mit Kritik muss man auch umgehen. Wichtig ist natürlich, dass Kritik auch einen bestimmten Standard hat. Das erleben Sie selbst in der medialen Darstellung. Auch Sie werden mit Sicherheit das ein oder andere Lob, aber vielleicht auch hier und da Kritikpunkte. Ja, gut, das ist dann der Vorteil dieser Entfernen-Taste. Das können wir nicht. Wir sind froh, dass in den sozialen Medien offen kommuniziert und berichtet wird, kritisiert wird, und wir sind aber auch froh, dass sich die Teilnehmer der sozialen Medien unter Umständen auch gegenseitig ein wenig korrigieren. Dass der eine oder andere vielleicht daran erinnert wird, hey, das war jetzt vielleicht nicht sachlich und kannst du das vielleicht mal so formulieren, dass man auch was damit anfangen kann. Wir beobachten und begleiten das sehr aktiv und werden oder reagieren im Detail auch auf einzelne Meldungen, wo wir sagen, oh, da möchten wir jetzt schon gerade noch mehr was davon wissen. Und das eben Schwerpunkt im Moment in Deutschland, und das wird eine zunehmende Aufgabe auch für uns, auch das international zu begleiten. Letzte Frage, Sprinter im Kastenwagenbereich, wird da was kommen? Ist das jetzt eine Frage, weil ich habe es letztes Mal gefilmt, relativ viele, alle waren auf Fiat Ducato, ist da was in Planung? Also der Kastenwagen von Sprinter ist mit Sicherheit eine sehr herausfordernde Plattform, weil der Wagen noch einmal ein wenig schmaler ist und anders absolut. In der Grundrissform oder anders in dem Riss der Seitenwände ist. Ohne Zweifel ist es immer interessant, sich auch der Zukunft dahin zu öffnen, und viel mehr möchte ich da nicht sagen. Wir sind dort ohne Zweifel technisch dann in einer Herausforderung, die lange vorgeplant sein muss und die lange im Prinzip definiert werden muss mit Mercedes zusammen. So ist das. Ja, vielen, vielen Dank. Jetzt habe ich Ihren Namen nochmal vergessen. Mein Name ist Jürgen Fleuter. Jürgen Fleuter, ja. Heute am 21. Juli 2021. Händlertagung ist voll im Gange. Das heißt, ihr ladet die Händler vorab ein. Sie müssen ja auch auf neue Produkte geschult werden. Oder? Hat er gesagt, das war die letzte Frage. Ne? Was hat er gesagt? Gut. Das ist jetzt wieder so ein Rausschnittthema. Ne? Okay. Nee, das kann man ruhig drin lassen. Nein, die Händler müssen von uns begleitet geschult werden, weil sie eben ganz vorne nicht bei uns mit dabei sind, wenn wir Sachen entwickeln. Und somit ist es dann wichtig, dass wir den Händlern auch die Gedanken vermitteln, die wir mit Produkten haben, die Werte nochmal betonen, die wir uns dabei denken. Und das sind Dinge, die wir im Rahmen der Händlertagung teils schon sehr früh im Frühjahr machen, mit den ersten Vorinformationen und mit zunehmender Nähe zu der Hauptmesse in Deutschland, dem Caravan-Salon, natürlich immer qualifizierter, mit Verkäuferschulungen, mit Händlerschulungen, mit Produktvorstellungen im Detail. Und daraus kommen wir gerade. Wir haben die letzten zwei Wochen eine Roadshow für den Handel gehabt, wo er die Produkte kennenlernen konnte und sich intensiver damit beschäftigen konnte. Ja, vielen, vielen Dank. Das war die letzte Frage. Echt? Glaube ich da nicht. Ja. Und wir zeigen jetzt nochmal die Heckgarage. Ich werde aber das Interview trotzdem nochmal rausschneiden, dass wir das Ganze machen, denn war jetzt ganz spontan, also war für uns spontan, muss ich sagen. Wir haben ja letzte Woche gesagt, ich bin in Lindau, ich komme mal runter. Aber so ein Freestyle finde ich echt klasse. Ja, danke. Weil die Filme, die ich immer so mache, da ist ja genau vorgegeben, wo geht's hin und was müssen wir zeigen. Ja. Aber jetzt hier ist ja wirklich, hier geht alles. Ne? Da geht mal das Telefon wegen der Essensbestellung, da kommt der Jürgen in die Kamera reingelaufen, da hat man auch nicht alle Tage. Ne? Ja. So. Ja, toll. Also man sieht Karthago ganz oft, es wird keine Frage mehr und es wird von mir ein Statement. Also wirklich eine tolle Firma, made in Germany, ganz klar, made hier in Baden-Württemberg. Und für mich war immer Karthago, wenn ich hier gesehen habe, früher, als ich noch nicht mit Reisemobilen, ich hatte einen Wohnwagen von Tabat, habe so ein Karthago gesehen, habe immer gesagt, naja, der scheint ja Geld zu haben. Also es war immer so das Gefühl, das ist was ganz Wertiges. Ja. Ohne Zweifel ist Karthago ein Premium-Produkt und je nach Definition auch schon ein Luxusprodukt. Ich lege aber sehr viel Wert darauf zu betonen, es gibt Karthago Reisemobile mit deutlich unter 100.000 Euro. Haben wir schon gezeigt. Hatten wir eben, habe ich ganz ausdrücklich gesagt. Auch das ist interessant, wenn man auf der Messe mit Endkunden ins Gespräch kommt, dann wird das häufig gar nicht mehr wahrgenommen. Es gibt Karthago Reisemobile unter 100.000 Euro und es gibt Karthago Reisemobile, die in der 3,5-Tonnen-Klasse gefahren werden können. Ja. Beide Dinge hoffe ich, dass der Kollege sie schon erwähnt hat. Wir haben direkt die ersten, waren 3,5 Tonnen. Kompaktline angefangen. Kompaktline, das war meine Idee, weil ich habe ein Kompaktline-Video gedreht, das ging durch die Decke, also
Nachfrage riesengroß nach 300 Tonnen und wollen wir hoffen, dass da bald eine Änderung kommt, dass man mit dem B-Führerschein ein bisschen mehr fahren darf. Mhm. Wir werden sehen. Ja, toll, euch beiden. Wir gucken uns nochmal die Garage an. Ist das okay, dass ich den Kollegen nochmal kurz entreiße? Du brauchst mich heute Abend nicht, aber nichtsdestotrotz steht da hinten schon mein Taxi zum Essen. Aber die Heckgarage machen wir auf jeden Fall. Wir machen jetzt hier keinen Break, wir machen jetzt noch die Heckgarage. Ich würde nochmal ganz schnell gerade schauen, ob die Heckgarage offen ist, weil ich habe die eben nicht über die Zentralfrigen gehört. Ah, ist offen. Okay. Ist offen, so. Auch die geht nach oben auf, gell? Genau, auch die geht nach oben auf. Hier ganz interessant zu sehen, wir haben ja hier ein E-Line 64, das ist also eine Queensbed-Variante. Und beim Queensbed ist die Garagenklappenhöhe etwas niedriger und die Garage ist etwas niedriger. Warum? Wir wollen natürlich im Innenraum einen bequemen Betteinstieg haben, wollen aber trotz alledem eine große geräumige Heckgarage haben. Und hier haben wir eine patentierte Pedelec-Garage. Das heißt, ich kann jetzt hier das Queensbed, was hier drüber ist, das kann ich hochklappen. Ach so, man schiebt hier rückwärts rein, ne? Genau. Dann nehme ich das Fahrrad, ich habe hier diese Mulde halt, ja, die nehme ich raus, schiebe das Fahrrad hier rein. Also dieser Schlitten, den kann ich fahren, es ist gerade da vorne arretiert. Der ist beweglich. Genau. Ich stelle das... Hallo? Das Rad da rein. Ist wahrscheinlich festgezogen. Ah, okay. Genau. Das heißt, ich schiebe das Fahrrad jetzt hier rückwärts rein oder vorwärts, ist eigentlich völlig egal, aber jetzt in dem Fall schiebe ich jetzt rückwärts rein. Dann geht der Schlitten geht mit dem Fahrrad halt nach hinten, arretiert dann da hinten und dann kann ich das Fahrrad eben dementsprechend festzurren. Du siehst, das steht hier auf diesen Schienen drauf, die gehört jetzt normalerweise nicht da, die Schiene, sondern beide Schienen halt hier ausgemittelt. So dass hier in diese Mulde, wo dann der Lenker halt dementsprechend vom Fahrrad ist, das Vorderrad dann halt reingeht. Und dann kann ich das Fahrrad hier ganz bequem befestigen, ziehe wieder hier runter und habe mein Fahrrad auch sicher. Fahrrad, was 1,25 oder was der Kuckuck groß ist, kann ich hier überhaupt kein Problem, kann ich hier reinstellen. So was habe ich noch nie gesehen, ohne Witz. Das hat Karthago sich tatsächlich patentieren lassen. Wie gesagt, also ich überlege mir manchmal auch, wie kommt man auf so eine Idee, aber wir kommen auf solche Ideen, wir machen so einen Blödsinn und die Leute brauchen es, das ist einfach ideal. Ich habe einen bequemen Betteinstieg und kann trotzdem große Holland-Fahrräder oder diese riesen Mountainbikes, die es ja heute gibt mit E-Antrieb, kann ich hier einladen. Und das hast du, diese Option hast du bei allen Queensbed-Fahrzeugen. Stark. Ja, bei jedem Karthago wirst du immer, egal wo wir jetzt noch reingehen, wirst du immer die Zentralelektrik immer hinten rechts in der Ecke finden. Das heißt, da, also jetzt hier dieses Gitter, ne, wenn wir das aufmachen, dann hast du dann die 12-Volt-Sicherung da drin, also Ladegerät, 12-Volt-Sicherung, 220-Volt-Sicherung. Das ist alles hier drin verbaut. Immer Hauptschalter am Einsteller, auch. Ja. Hauptschalter. Ich muss nicht suchen. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Wenn du einmal einen Karthago gefahren hast und du kriegst nach 4, 5, 6 Jahren wann auch immer einen neuen, du steigst in den nächsten an. Du wirst dich zurechtfinden, ohne dass du jetzt eine ewig lange Einweisung. Guck mal, hier, die Auffahrrampe ist dabei. Ja, ja, die ist hier bei der Option Pedelec Garage ist die mit dabei. Und du siehst hier auch nochmal dieses Zoo-System. Das kannst du mit diesen Verzoraugen, die kannst du dann stufenlos, kannst du die verstellen, kannst also auch schwere Lasten hier mit transportieren. Der Boden hat jetzt hier so einen Anti-Rutsch-Anstrich drauf. Kannst aber auch eine Aluminium-Riffelblechplatte reinmachen, so wie wir es eben gesehen haben. Das geht alles. Das ist überhaupt kein Problem. Und er ist sehr tief. Also ist auch nochmal ein bisschen zu. Ja, also der Einstieg ist sehr niedrig. Ich muss jetzt hier nicht ein Riesengewicht dann hochheben. Und wir wissen ja selber, ein E-Bike 25, 30 Kilo haben die heutzutage auch mal sehr gerne. Ne? Alufraß, habt ihr da viel Probleme mit eigentlich? Nee, also ich, wenn ich jetzt sage, haben wir noch nie gehabt, das wird eh keiner glauben, der die Fahrzeuge schon lange Zeit begleitet. Nee, andersrum, ich habe es falsch reingelegt. Das heißt, wir hatten mal vor einigen Jahren Fahrzeuge, da liefen diese Klappen hier, die Kanten, die liefen an. Aber hier muss man sagen, diese Kante, das ist ein Zarge, das ist ein Zuliefererteil. Gut, okay, wir verbauen es, wir haben eine QS, wir prüfen dann und sagen, das ist gut genug für unser Produkt. Und dann war halt eben mal eine Charge dabei, die dann halt eben angelaufen ist. Aber das ist ordnungsgemäß behoben worden. Ich wüsste jetzt kein Auto. Ist auch wichtig, wie geht ihr damit um, wenn sowas mal passiert? Das merkst du ja auch erst nach ein paar Jahren dann, also wenn mal sowas kommt, ja. Also das ist wichtig. Also eins muss man sagen, was ist aber bei jeder Marke, wenn du hast eben den Namen Porsche genannt, ob du jetzt einen PKW fährst, wenn du da gibt es auch Rückrufaktionen. Ja, aber wenn du den auch nie in den Service fährst und machst Inspektionen etc. und du kommst nach 4 Jahren dann da an,
angefahren und sagst immer, ich habe dies, das und jenes, dann kriegst du auch eine kalte Schulter wahrscheinlich gezeigt. Ich fahre kein Porsche, aber ich stelle mir das einfach jetzt mal vor. Da gibt es auch Approved Guarantee, da musst du hinfahren, musst nachweisen, Originalteile. Und so ist es bei uns auch. Die Kunden, die wirklich zu uns kommen, die Service vernünftig machen, die Dichtigkeitsprüfung machen, da sehen wir, das ist ein Kunde, der kümmert sich darum, dass unser Produkt auf dem Stellplatz gescheit da rumsteht und da tun wir dann auch was dafür, was ist ja auch eine Wertig- und eine Haltbarkeitsgeschichte, die unser Fahrzeug auf dem Stellplatz gut aussehen lässt. Ne? Aber hier Fahrzeug klare Kante gegen Liner. Also das heißt, jemand, der einen Liner plant, der auch vielleicht 3,70 Meter hoch ist, soll sich die Fahrzeuge ruhig mal angucken. Also was den Innenraum angeht, ja, was die Möglichkeit angeht, was natürlich den Fahrkomfort mit der Tandemachse, das ist unbeschreiblich, wer jemals Tandem, weil viele dann sagen, brauche ich eine Luftfederung bei Tandemachse? Kaum. Also ich wollte sagen, die Frage wird oft gestellt, wenn wir so ein Fahrzeug konfigurieren. Und ich habe ja eben schon mal gesagt, nicht immer muss ich jetzt hier den Umsatz vor alles stellen, weil die Luftfederung jetzt gerade hier bei so einem Auto mit drei Achsen, da kannst du schon 10.000 Euro in die Hand nehmen und ein bisschen mehr. Ich sage immer, das kann man auch jederzeit nachrüsten über den Fachhandel bei uns. Man kann so ein Fahrzeug auch ohne die Vollluftfederung fahren. Am Ende des Tages ist eins klar, wenn man zu uns kommt, wir haben wirklich alle Modelle da stehen, Probe fahren, man muss das erfahren. Was nützt das Erzählen von mir? Ich meine Rüttelstrecke, aber ihr habt Rüttelstrecken? Wir haben ganz tolle Straßen, die sind besser wie jede Rüttelstrecke auf irgendeinem Fahrtestzentrum oder so. Ja. Und wem das nicht reicht, wir haben tatsächlich das ATC, das Allnova Testing Center, da wird die Automobilindustrie, die entwickelt da Fahrzeuge, da machen wir viel Filmaufnahmen, da kann man auch fahren, das ist kein Problem. Wenn ich Probefahrt mache, fährt jemand mit, oder? Das heißt, also geht das Probefahrten überhaupt? Ja, natürlich, Probefahrt geht jetzt zu den Corona-Zeiten, geben wir im Moment keine mit bei der Probefahrt, müssen uns natürlich absichern, dass nach der Probefahrt auch unser Auto wieder zurückkommt und Führerschein vorhanden ist. Keine also Schäden. Man muss so ein bisschen was mitbringen. Also Führerschein sollte da sein. Personal. Also wenn ich aber eine Kaufabsicht habe, dann findet man einen Weg. Ja, also so eine Probefahrt, wenn die nicht über 14 Tage geht und an die Kontrolle geht. Nee, ich dachte jetzt mal so eine Stunde oder so. Eine Stunde sowieso. Also ich sag mal, in 5 Minuten erfahre ich ja nicht, ist das richtige Auto für mich. Ja. Eine Stunde muss ich schon mal fahren, mal eine Autobahnfahrt, mal eine Stadtfahrt und auch mal die berühmte Rüttelplatte. Und da merke ich erst, wie doll der Möbelbau bei Karthago ist. Ja, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ruhig mal fahren, dass man so das Rappeln und Rattern und so weiter, jetzt ist das Fahrzeug ja auch nicht beladen, da kriegt man das Ganze mit. Ja, toll, wir haben es gesehen. Name vom Fahrzeug? QXL? Nee, das ist also ein E-Line 64 QB. QB steht für diese Queensbed-Variante. Und wie schon gesagt, den gibt es mit 3 Chassis. Einmal als Fiat Ducato Alco, einmal als Mercedes-Benz Alco und dann einmal, und dann haben wir dann Namenswechsel auch als S Plus. Dann steht der auf einem Iveco-Chassis 65C. Da hat man mit Zuladung und Anhängelast und Traktion überhaupt kein Problem. Da ist Ende offen. Der ist auch höher, oder? Ein bisschen. Ja, der ist deutlich höher. Da gehen wir an die 3,30 Meter dran mit Dachaufbauten. Ja. Zeig's mal gerade. Also man kriegt alles, was man möchte. Jo. Auch auf Wunsch dann jetzt Mercedes-Benz im zweiten Jahr, korrekt? Genau. So ist das. Und wir gehen jetzt mal was essen. Gerade mal den Namen von deinem Unternehmen. Genau, also ich bin der Andreas Marein von Marein Caravaning, Karthago Center Wetz. Wir sitzen in Aldenhofen, das ist zwischen Aachen und Düren. Wir liegen sofort an der A44, 800 Meter davon entfernt. Bei uns gibt es genügend Raum, für, wenn man mit dem Reisemobil angefahren kommt, um dort zu parken. Wir haben einen Stellplatz auf dem Gelände, aber auch in unmittelbarer Nähe, in Jülich, dem Brückenkopfpark. Und genau, wir sind also direktes Karthago Center. Wir vertreiben nur Karthago und Malibu Vans. So, wir haben was Gutes zu berichten. Überall dort, wo ein weißer Aufkleber drauf ist, der quer über die Scheibe geht, den müssen wir noch filmen. Ob wir es heute alle schaffen, wage ich mal zu bezweifeln. Aber wir werden ein bisschen anreißen. Ich komme Freitag noch vorbei. Ja. Da filmen wir auch ein bisschen ein paar Malibus und Co. Ja. Die Frage, die ich eben gestellt habe, das war jetzt ein bisschen überraschend mit Mercedes-Benz und Kastenwagen. Aber ich nehme an, viele Kunden fragen euch das auch, oder? Die Frage wird schon mal dann und wann gestellt. Ne? Das Problem, was ich jetzt sehe, ich bin ja jetzt nicht so tief drin wie jetzt der Jürgen Fleuter. Ja. Der Mercedes-Benz ist nochmal einen Tacken schmaler. Wenn wir uns morgen mal so ein C-Tourer als Teilintegrierten anschauen oder am Freitag, wenn wir weiterfilmen, dann wirst du halt sehen, beim C-Tour, der hat ja eine Breite von 2,27 Meter, wenn ich Mercedes vorne habe, habe ich längere Spiegelausleger, die Flanken, die an der Seite sind, sind breiter ausgearbeitet, um eben diese Differenz zu bekommen. Also der Fiat Ducato ist eigentlich das bessere Reisemobil von den Innenräumen, so muss man sagen, er ist breiter. Ich muss das einfach neutral ausdrücken, ja, ich kann ja nichts dafür, dass ich vielleicht eine Mercedes-Affinität habe. Der Mercedes-Benz ist schon ein tolles Auto, der Fiat hat aber definitiv auch eine Daseinsberechtigung, ja. Ja,
Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Jungs in Turin haben all die Jahre ja keinen schlechten Job gemacht. Und wenn man mal guckt, es fahren 80% oder wahrscheinlich noch mehr Fahrzeuge auf dem Fiat Ducato rum. Und die Autos sind haltbar und robust. Das ist alles super. Viele sagen auch Iveco Daily und so weiter und sagen, naja, gut, da können wir auch einen Artego nehmen. Viele, die vergessen aber auch, dass so ein Artego leer einfach mal 2 Tonnen mehr wiegt. Ja, das ist der Punkt. Ja. Weil ich habe jetzt hier, wenn ich jetzt hier, wir stehen jetzt hier gerade an einem Liner Fortwo dran, da habe ich mal locker 1300-1400 Kilo Zuladung nochmal. Wenn ich den jetzt auf einen Artego stellen würde, dann wird die Zuladung aber dann am Ende des Tages auch schon wieder knapp. Und dann nur, weil ich darunter ein Chassis habe, was halt eben nochmal stabiler gearbeitet ist, am Ende des Tages ist die, es ist ein Wohnmobil. Da brauche ich es denn überhaupt? Ja, das ist der Punkt. Also man muss mal überlegen, das ist ja kein Fahrzeug, was ich jetzt wirklich im Heavy-Duty-Bereich einsetze und den ganzen Tag auf Baustellen damit rumjücke. Aber trotzdem ist der Daily unterwegs, Hunderttausende von Kilometern, also auch der Motor, in allen Bereichen, also ist der meistverkauftesten Nutzfahrzeuge überhaupt mit 4x4, mit allem. Ja. Also man muss nur mal die Augen aufmachen, wie viele Dailies rumfahren. Also allein Deutsche Post AG, also wirklich, also allein die Deutsche Post AG, wie viele Dailies die im Einsatz haben. Und da sitzen jeden Monat 10 verschiedene Fahrer drauf und die Autos halten. Da muss man einfach mal so sagen. Ja, Andreas Marein, vielen, vielen Dank. Hier steht da der i64 XL Coupé und wir haben viel darüber gelernt und wir müssen viel schneiden, denn so viele Überraschungen wie hier habe ich noch nie gehabt. Mal gucken, was wir drin lassen. Heute am 21. Juli 2021 und denkt an die roten Schuhe, wenn ihr auf den Caravan-Salon kommt. Denn rote Schuhe heißt Marein. Genau, so ist es auch. So, danke schön. Tschüss. Viel Spaß beim Anschauen. Ciao.